Meine Damen und Herren, liebe Gäste hier vor Ort und im Livestream, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über die Cancel-Kultur und das Recht der freien Rede. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, dass Sie so zahlreich erschienen sind, weil dieses Thema, glaube ich, uns alle sehr beschäftigt und umtreibt. Grob gesagt geht es darum, wie wir in der öffentlichen Debatte miteinander sprechen, was wir uns gegenseitig zumuten dürfen und wo es möglicherweise auch rote Linien gibt. Und eine Verständigung darüber ist, glaube ich, sehr wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft und im Übrigen auch für das Gelingen von Demokratie. Viele von Ihnen werden Friedemann Schulz von Thun kennen. Er ist mit seinem Kommunikationsmodell bekannt geworden, das als das Vier-Ohren-Modell bezeichnet wird. Dieses Modell beschreibt, wie Kommunikation zwischen Menschen abläuft, wo es Missverständnisse gibt und wie diese Missverständnisse auch vermieden werden können. Und es basiert auf der Annahme, dass jede Äußerung sowohl eine Sachinformation, eine Selbstoffenbarung, eine Beziehungsbotschaft und ein Appell enthält. Und wenn man das alles dann bewusst wahrnimmt und die Ebenen voneinander trennt, dann ist die Behauptung, kann man zu einem guten Gespräch gelangen. Natürlich wird mit dem aktiven Hinhören nicht jeder Konflikt vermieden. Friedemann Schulz von Thun sagt selber dazu, ich zitiere ihn, es darf und muss gestritten werden um die beste Lösung. Das ist das Wesen und die Würde der Demokratie. Und meistens geht es nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern ein Dilemma zu gestalten. Und jedes politische Dilemma lädt zur Polarisierung ein. Zitat Ende. Können Sie noch mal einen Augenblick drüber nachdenken, bevor es gleich in die Diskussion geht. Der gesellschaftliche Ton ist mit Sicherheit in den letzten Jahren rauer geworden. Wahrscheinlich hat das tatsächlich auch damit zu tun, dass die Zahl der Dilemmata zugenommen hat. Und in jedem Fall gibt es eine große Verunsicherung unter den Menschen darüber, was eigentlich noch wie gesagt werden kann und gesagt werden darf. Und ich würde Ihnen gerne, machen wir immer gerne hier mit Zahlen aus Umfragen ein Stück weit zu hantieren, ich würde Ihnen gerne zwei Zahlen aus dem letzten Jahr einmal vorstellen, die, um an Schulz von Thun anzuknüpfen, das Dilemma von Kommunikation offensichtlich werden lassen. Auf der einen Seite sagen immer noch gut 3/4 der Menschen, dass man in Deutschland seine Meinung voll und ganz oder zumindest weitgehend frei äußern darf. Auf der anderen Seite stimmen aber auch 72% der Aussage zu, dass man, und jetzt zitiere ich, heutzutage in Gesprächen und Diskussionen sehr aufpassen muss, was man sagt. Zitat Ende. Man kann das vielleicht so interpretieren, sagen darf man schon noch vieles, aber die Räume werden enger und bestimmte Argumente und Begriffe lässt man lieber weg, wenn man sich keinen Ärger einhandeln will. Und das können Sie jetzt selber bewerten, ob das eher einer gestiegenen Sensibilität oder einer Selbstzensur zuzuordnen ist. Dieses Spannungsfeld bewegt uns auch in unserer Arbeit als Körperstiftung, denn zunehmend ist eben auch in der Politik unklar, was sich als politische Äußerung eigentlich noch im Rahmen bewegt und was nicht. Und deswegen unterstützen wir unter anderem kommunale Räte mit unserem Programm Respekt im Rat, dabei Leitlinien für die Diskussionskultur zu entwickeln. Das Grundprinzip ist immer gleich. Alle Fraktionen im Rat müssen die erarbeiteten Regeln akzeptieren. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt dort reingehen. Und einen solchen Kodex für eine gute Gesprächskultur gibt es mittlerweile zum Beispiel in Buchholz in der Nordheide, in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern oder auch für den Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Und weil es tatsächlich eine große Nachfrage und großen Bedarf dafür gibt, haben wir uns jetzt nach diesen Pilotprojekten entschieden, in Schleswig-Holstein auch einmal flächendeckend mit Kommunen am Gesprächsklima in Räten zu arbeiten. Wenn wir in der Politik in Anführungsstrichen nur davon sprechen, dass der Ton mittlerweile rauer geworden ist, dann müssen wir gesamtgesellschaftlich konstatieren, dass manchmal die Kommunikation auch schlichtweg unterbrochen oder verhindert wird. Die schärfste Variante der Verhinderung eines Gesprächs ist zweifellos die sogenannte Cancel Culture, also das öffentliche Verurteilen, die Störung und der Boykott von Personen, deren Meinungen und Handlungen die Störenden für inkorrekt oder inakzeptabel halten. Und das Canceln ist für die Befürworterinnen und Befürworter ein Schutz vor Diskriminierung und Unrecht. Und für alle anderen, und ich bin ziemlich sicher, dass es die große Mehrheit auch hier im Saal ist, stellt sie eine Bedrohung der freien Meinungsäußerung und den Anfang einer Prangerkultur dar. Wie konnte es zu diesem aufgeladenen Kampf um Begriffe, Positionen und Weltbilder kommen?
wie und wo ist das entstanden, was wir Cancel-Kultur nennen? Wie kann es eigentlich sein, dass sich diese Form der Auseinandersetzung ausgerechnet im Umfeld von Universitäten ausgebreitet haben? Und was verrät uns die Diskussion über das Canceln, über den Zustand unserer Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute Abend und ich freue mich, zwei Gäste begrüßen zu können, die dazu eine Menge sagen können. Als Professorin für internationale Beziehungen und die Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität Frankfurt und zugleich als Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet Nicole Deitelhoff unter anderem zu den Themen Demokratie und Zusammenhalt. Gemeinsam mit Michelle Friedmann, den konnten Sie letzte Woche übrigens hier im Haus erleben, moderiert sie unter anderem in Frankfurt dann auch noch das Format Streitclub. Herzlich willkommen, Frau Deitelhoff. Und Julian Nieder-Rümelin, Staatsminister AD, Professor für Philosophie und politische Theorie, ist unser zweiter Gast. Julian Nieder-Rümelin ist seit 2020 auch Mitglied des Deutschen Ethikrates und hat erst kürzlich das Buch Cancel Culture, Ende der Aufklärung veröffentlicht. Herzlich willkommen, Herr Nieder-Rümelin. Durch den Abend begleiten wird uns der Moderator Christoph Bungertz, lange beim NDR, seit 1988, aktuell Leiter der Abteilung Kultur, Events und Musik. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Bungertz. Und ich darf Sie am Ende noch einmal dazu einladen, wie immer, das gehört im Anschluss bei dem Empfang, den wir im Foyer ausrichten, noch einmal nachklingen zu lassen. Danke fürs Zuhören und gebe die Bühne frei. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Körperforum. Vielen Dank, Herr Dittmer, für die Einführung ins Thema, die schon eine ganze Reihe von Aspekten dessen angerissen hat, was wir heute Abend besprechen wollen. Veilchendienstag ist heute Abend, auch in Hamburg. Der Abend vor Aschermittwoch. Wir sind an der Schwelle zwischen enthemmtem, großem Durcheinander und nüchterner Selbstbesinnung. Mir als Rheinländer gefällt irgendwie diese terminliche Koinzidenz. Und es soll heute Abend ja auch darum gehen, wie wir in unserer Gesellschaft vielleicht von ausufernder und manchmal auch irrationaler Kommunikation wieder einen Weg finden zu einem sinnvollen Diskurs, einer zielführenden Auseinandersetzung über die Themen, die es zu verhandeln gibt. Und das sind eine ganze Menge, wie Herr Dittmar eben auch schon gesagt hat. Zwei Begriffe sind im Titel des heutigen Abends drin, die Cancel Culture, auch Titel eines aktuellen Buchs von Julian Nieder-Rümelin, Cancel Culture, Ende der Aufklärung mit einem Fragezeichen. Und der zweite Begriff, die Meinungsfreiheit. Sie haben eben schon eine Umfrage angesprochen, Herr Dittmer. Mich würde auch im Saal einmal interessieren, ist heute die Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft eingeschränkt? Dürfte ich um ein Handzeichen bitten, wer ja dazu sagt. Danke zunächst mal als Stimmungsbild. Fragen, wie gesagt, aus dem Publikum machen wir dann zum Abschluss dieser Runde. Aber es ist ja immerhin ein Thema, was uns, denke ich, auch durch diesen Abend führen und begleiten wird. Cancel Culture, der erste Begriff, immer noch ein Reizwort. Andere können es schon gar nicht mehr hören. Was ist, Herr Nieder-Rümelin, Cancel Culture? Ist es ein aktuelles Phänomen? Wenn man in Ihr Buch reinschaut, gibt es einen weit ausgreifenden Rückblick auch zu diesem Thema, sodass man einfach sagen kann, es ist nicht etwas, was erst in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Also der Ausdruck ist, wenn die Kommunikationswissenschaft recht hat, sehr jung. Der Ausdruck ist ein paar Jahre alt, ist dann, glaube ich, 2019 auch so über den Atlantik gewissermaßen auch zu uns gekommen, hat sich hier eingebürgert. Aber das Phänomen selbst, was damit gemeint ist, ist uralt. Und als ich das erste Mal Gelegenheit hatte, über das Buch zu diskutieren, dann hieß es nachher, naja, Nieder-Rümelin bagatellisiert das Thema, wenn er darauf hinweist, dass Cancel Culture der Normalfall ist, der Politik. Und das ist aber ganz falsch, das ist ein Missverständnis, deswegen will ich das vielleicht gleich mal klären. Also Cancel Culture ist der Versuch, Meinungen zu unterdrücken, eventuell auch Personen
nachhaltig auszuschließen aus Diskursen, die bestimmte Meinungen vertreten, die man nicht haben möchte. Oder im schlimmsten Fall auch berufliche Vernichtung, soziale Marginalisierung bis hin zu physischen Vernichtung. Und das ist die normale Praxis der Politik seit der Antike. Wir haben da hinten so eine Kasuistik zusammengestellt, das heißt, Nathalie Weidenfeld hat das dankenswerterweise in Auszügen gemacht. Wir haben da noch viel mehr gesammelt, aber man konnte ja das nicht alles bringen. Es beginnt im alten Ägypten. Und das beginnt im alten Ägypten, im alten China, im alten Rom und so weiter und zieht sich dann durch. Das Mittelalter ist noch ganz präsent mit ihren Häresieprozessen und was dergleichen mehr ist. Man muss dann immer ein bisschen unterscheiden. Die Unterscheidung ist gerade in früheren Zeiten auch künstlich zwischen staatlichen Aktivitäten. Also wenn der Kaiser eine Deportatio anweist, dann ist das was anderes, als wenn eine kulturelle Praxis der Ausgrenzung erfolgt. Aber die Übergänge sind fließend. Und in vielen Fällen, nehmen Sie mal jetzt DeSantis, der Florida zur woke-freien Zone erklärt hat, politisch. Da läuft das dann so, dass Eltern, die diesem Programm dieses Programm sehr sympathisch finden, in den Schulen dafür sorgen, dass keine Transgender-Personen auftreten, dass die Schulbibliotheken von allem gereinigt wird, was da irgendwie mit Sex und irgendwas anderem zu tun hat. Und dann gibt es außerdem noch staatliche Zensur. Ja? Das überlagert sich dann. Aber gut, das sind erstmal zwei Paar Stiefel. Zensur findet in Deutschland nicht statt. Aber die Frage ist, ob wir nicht auch in Deutschland erste Entwicklung Richtung Cancel Culture schon beobachten können. Und jetzt ist die These diejenigen, das ist die zentrale leitende These, die Demokratie ist aber nicht der Normalfall der Politik, sondern die Demokratie hat ganz spezifische Voraussetzungen. Das ist die Kultur der Aufklärung. Das ist die Vorstellung, dass wir uns wechselseitig zuhören sollten, auch wenn wir verschiedener Meinung sind, dass wir die Chance haben, zu einem guten Urteil zu kommen, wenn wir unterschiedliche Auffassungen auch anhören und nicht nur die eigene gelten lassen. Das ist gar nicht selbstverständlich, nicht? Dass man sagt, ich, Voltaire, ja, habe es nicht mehr genau wörtlich im Kopf, aber ich missbillige, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen kannst. Keine selbstverständliche Einstellung, aber das ist letztlich die kulturelle Voraussetzung. Und das hängt jetzt nicht nur mit dem europäischen historischen Phänomen der Aufklärung zusammen, sondern Aufklärung gibt es in allen möglichen Varianten, in vielen Kulturen. Ohne dieses Ethos und die kulturelle Praxis, die von aufklärerischen Idealen geleitet ist, ist Demokratie labil und kann sehr rasch kollabieren. Das erleben wir zum Teil. Frau Leitloff, würden Sie dem erstmal zustimmen, dass Cancel Culture ein fast durchgängiges Muster in der Geschichte ist? Oder gibt es etwas Spezifisches, was die heutige sogenannte Cancel Culture betrifft, was sie unterscheidet von Phänomenen der Vergangenheit? Ja, ich hadere tatsächlich ein bisschen mit dieser langen Linie, die Herr Niederrümelin in seinem Buch zieht. Mhm. Auch mit der Kasuistik im Schluss dieses Buches hadere ich auch, weil ich schon denke, Sie haben jetzt gesagt, sind zwei Paar verschiedene Stiefel. Und genau da würde ich Ihnen zustimmen. Staatlich, also von Obrigkeiten verordnetes Canceln, ich würde schon den Begriff dafür nicht nehmen, aber das Ausschließen von bestimmten Haltungen, Positionen oder Gruppen aus einem gesellschaftlichen Miteinander ist für mich etwas anderes als die kulturelle Praxis des Cancelns, die wir eigentlich in den letzten Jahren diskutieren. Da kann man immer noch fragen, wie groß ist dieses Phänomen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also wenn die Nationalsozialisten bestimmte Gruppen aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen, zum Schluss vernichtet haben, dann ist das etwas anderes, als wenn, was weiß ich nicht, irgendwelche linksalternativen Gruppen jemanden niederbrüllen. Das ist etwas anderes. Und ich glaube, Begriffe sollen ja nützlich sein. Und sie sind dann nützlich, wenn sie ein Phänomen auch schärfer, finde ich, trennen von verwandten Phänomenen. Deswegen bin ich der Meinung, wir haben es mit einem Gegenwartsphänomen zu tun. Dann können wir immer noch fragen, was ist das für ein Phänomen? Okay. Aber dafür würde ich es reservieren. Und das andere, was ich auch gerne sagen würde, Demokratien sind immer labil. Demokratie ist per se labil. Warum? Weil sie eben aus der Bestreitung erwächst, weil sie eben daraus erwächst, dass wir ganz unterschiedliche Meinungen haben, die völlig offen auch mitteilen können und aus diesem Bestreiten dann auch noch irgendwie eine Politik für uns alle gewinnen müssen. Und das ist eine Politik, die nicht im Konsens vonstatten geht, sondern die im Ringen miteinander darüber, wer sich an einem Punkt durchsetzen kann, aber vielleicht in der Zukunft dann auch nicht mehr durchsetzen kann. Das ist grundsätzlich labil. Das ist nicht besonders stabil, sondern man muss eben die ganze Zeit immer wieder miteinander ringen. Das macht Demokratien unbequem, aber das macht sie eben auch so unglaublich wertvoll,
weil sie Freiheit garantieren, genau dadurch. Nun wird ja gerne auch gesagt, jedenfalls vom eher rechten politischen Spektrum aus, dass Cancel Culture eine linke Kampfideologie ist sozusagen. Und von linker Seite wird gesagt, es gibt gar keine Cancel Culture. Das habt ihr Rechten erfunden, um uns ein negatives Etikett anzukleben. Wir sind eigentlich unsererseits in Sachen Aufklärung unterwegs, denn wir weisen auf Missstände hin, wir weisen auf falschen Sprachgebrauch oder schlechten Sprachgebrauch hin, wir weisen auf Diskriminierung hin und so weiter und so weiter. Wie kann man das auseinanderhalten und wo würden Sie da die Unterscheidung sehen, Herr Niederrümelin? Also nicht zum ersten Mal habe ich in diesem Buch den Versuch unternommen, ein bisschen gedankliche Klarheit erstmal zu schaffen. Ja? Und da sollten wir jetzt nicht dahinter wieder zurückfallen. Also der Grundansatz ist der, dass wir erstmal aus den ideologischen Grabenkämpfen rauskommen und nicht sagen, ja, Cancel Culture ist gut, wenn sie von links kommt, aber schlecht, wenn sie von rechts kommt, sondern sehen, dass die Kultur der Aufklärung von uns verlangt, dass wir tolerant umgehen mit abweichenden Meinungen. Diese Toleranz hat Grenzen. Das Konzept der wehrhaften Demokratie, in anderen Kontexten habe ich das immer verteidigt, habe auch vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung gesagt, wir sind in einer institutionellen Dilemmasituation, die entstanden ist auch durch das zweite NPD-Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das im Grunde darauf hinausläuft, dass man extremistische Parteien gar nicht mehr verbieten kann. Entweder sie sind zu klein, dann sind sie nicht zu verbieten, weil sie nicht gefährlich werden können, was in der Geschichte Deutschlands sich anders dargestellt hat. Kleine extremistische Parteien können in wenigen Jahren sehr stark werden. Oder sie sind zu groß, dass nämlich eine Organklage nicht politisch klug zu sein scheint, weil dann zu viele Menschen ihre politische Heimat verlieren. Also es gibt Grenzen und diese Grenzen zeigen auch, dass die deutsche Verfassung, das Grundgesetz eben nicht politisch neutral ist. Es ist eine Anti-NS-Verfassung, insofern nicht neutral. Und das ist auch richtig so und wird von mir verteidigt. Und es gibt ein ganzes Kapitel in diesem Buch, wo ich italienischen Begriff nochmal aufgreife, der da lange Zeit in Italien sehr wirksam war und jetzt nicht mehr wirksam ist, was uns gar nicht so recht auffällt, nämlich den Arco Costituzionale, wie sie das in Italien seit der Resistenza-Erfahrung gegen die Faschisten in Italien genannt haben, nämlich dieser Bogen der Verfassung, der Verfassungsbogen, der eben typischerweise Eurokommunisten noch mit umfasst, aber Neofaschisten nicht mehr. Ja, und wenn in deutschen Zeitungen Giorgia Meloni als Postfaschistin bezeichnet wird, ist das irreführend. Die Postmoderne ist keine Variante der Moderne, sondern eben Post. Das ist eine Überwindung der Moderne. Und Meloni ist Faschistin, Neofaschistin, aber auf keinen Fall Postfaschistin. Also es gibt Grenzen und wer das Grab Mussolinis auf dem Parteiemblem hat, der zeigt das sehr deutlich, dass er außerhalb dieses Arco-Konstitutionale ist. Dass man diese Grenzen immer wieder neu bestimmen muss und dass sie nicht so offenkundig in ihr, gerade AfD, ja, ist ein sehr schillerndes Phänomen. Da gibt's alles Mögliche, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber grundsätzlich gibt es Grenzen und die liegen jetzt nicht in den einzelnen Normen des Rechtsstaates oder der Verfassung, sondern die liegen in normativen Grundlagen. Also sehr erfreulich, dass jetzt die Interpretation sich durchgesetzt hat, Artikel 1 Absatz 1 ist nicht gebunden an ein christliches Menschenbild, sondern ist universalistisch zu verstehen. Ja, das ist jetzt Konsens, jedenfalls in der Verfassungsgerichtsbarkeit und auch in der Beurteilung durch den Verfassungsschutz in den drei Ländern, wo sie zum Ergebnis gekommen sind, dass die Landesverbände der AfD gesichert rechtsextrem sind. Also wir sind nicht naiv, ja, es gibt Grenzen dessen, was zulässig ist, das ist dieser Arco-Konstitutionale, aber innerhalb dieser Grenzen brauchen wir ein Ethos und eine Kultur der Aufklärung. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist genau das, was mir so wichtig ist, dass man sagt, erstmal geht es nicht darum, ob mir das gefällt oder nicht, sondern es geht um eine Regel des Umgangs miteinander. Und die gilt nicht, ja, für die einen ist das in Ordnung, weil die vertreten was, was irgendwie uns sympathisch ist. Und für die anderen ist es nicht in Ordnung. So können wir nicht miteinander umgehen. Das gilt auch für Protestformen. Ja? Klimakleber versus Bauernproteste. Es kann nicht sein, dass die einen bestimmte Maßnahmen ergreifen dürfen, legitim, weil das uns sympathisch ist und bei den anderen ist nicht sympathisch. Und dann sind wir der Meinung, die dürfen das nicht. Und deswegen will ich nochmal diesen Punkt stark machen.
Cancel Culture avant la lettre, dass die Beispiele sind bewusst so gewählt, Diffamierungskampagnen, mit denen man Menschen fertig gemacht hat, im alten Athen oder im alten Rom, das ist genau der Versuch, strategische Rationalität, ich habe ein bestimmtes Ziel, die passen mir nicht oder der passt mir nicht und jetzt versuchen wir die zu marginalisieren, mundtot zu machen, zu diffamieren und was dergleichen mehr ist. Das hält sich durch, das durch die Menschheitsgeschichte. Und man muss dieses Phänomen erstmal möglichst ohne ideologische Voreingenommenheit analysieren und sich dann überlegen, was ist das Besondere der Demokratie. Völlige Zustimmung, Streit ist ganz zentral in der Demokratie. Wir müssen nicht alle einig sein. Im Gegenteil, ohne diesen Streit innerhalb des demokratischen Spektrums erodiert die Demokratie. Wenn die Parteien auch die demokratischen gezwungen sind, alle miteinander zu koalieren, damit die AfD nicht an eine Landesregierung kommt, haben wir ein großes Problem. Haben wir ein großes Problem. Und aber diese Fähigkeit, unterschiedliche Meinungen zu respektieren, respektvoll damit umzugehen. Und wenn der erzählt, es gibt diese Praxis nicht, ist natürlich völliger Quatsch. Die Deplatforming-Praxis ist eine erklärte Praxis vieler Gruppen in den USA. Deplatforming. Wie kriege ich die Leute von den Plattformen runter und mit welchen Diffamierungsmethoden besonders effektiv? Und das gibt es von rechts und das gibt es von links und das gibt es auch in der Mitte. Aber besonders bei den Extremen. Sie streiten schon einen großen Bogen ab, Herr Niederrümelin. Wir gucken mal, dass wir ein paar Aspekte nachher nochmal, nicht entschuldigen, ein paar Aspekte dann nochmal noch mal, aufgreifen. Frau Deitelhoff, Cancel Culture, ist das Diskursbeitrag oder Diskursverweigerung? Die Haltung, mit der, die jedenfalls, wie Herr Niederrümelin es beschreibt, die dahinter steht. Geht es nur ums Mundtotmachen oder... Vom Selbstverständnis her, was ich eben gesagt habe, gibt es ja auch einen gewissen aufklärerischen oder konstruktiv-kritischen Impuls, der auch dahinter stecken kann zumindest. Ja, das hängt eben damit zusammen, wie weit oder eng wir den Begriff fassen. Also wenn ich unter Cancel Culture verstehe, dass ich Deplatforming betreibe, also versuche Menschen von Plattformen, auf denen sie sich äußern können, rauszubekommen. Wenn ich darunter verstehe, dass ich sie niederbrülle und versuche, sie zu diskreditieren, sodass sie gar keine Chance mehr haben, ihre Meinung zu äußern, dann ist das kein Diskursbeitrag mehr, dann ist es eine Diskursverhinderung. Wenn ich aber vielleicht das breitere Phänomen, das dahinter steht, also dieses auch sehr raue, haben wir vorhin gehört, das raue Streiten darum, was sagbar ist, was eigentlich noch akzeptabel ist im öffentlichen Diskurs, da würde ich sagen, da sehe ich schon durchaus Diskursbeiträge. Also warum befinden wir uns denn in diesen Zeiten? Warum ist denn das Wort Cancel Culture, davor war es die Political Correctness, das ist ja so ein Begriffswust, den wir da so vor uns haben. Wir haben die Political Correctness, die Wokeness und dann haben wir noch die Cancel Culture, alles drei schöne Begriffe, die ganz viel verdecken. Aber warum sind diese Begriffe vielleicht so in dem, ich würde sagen, in der letzten Dekade so prominent geworden? Warum treiben sie uns so um? Das liegt daran, dass wir, glaube ich, zwei Phänomene zu vergegenwärtigen haben. Das eine ist, dass wir wieder in eine Phase eingetreten sind, wo neue Rechte erstritten werden sollen und verteidigt werden. Und das hatten wir in unterschiedlichsten Phasen auch der Bundesrepublik. Denken Sie etwa an die Emanzipation der Frau, die Frage, dass Frauen ihr eigenes Konto haben dürfen, ohne Erlaubnis ihres Ehemanns einer Beschäftigung nachgehen dürfen oder dass Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich ein Verbrechenstatbestand darstellt. Zu Beginn unserer wunderbaren Republik war das keine Selbstverständlichkeit, es war nämlich nicht der Fall. Das musste erstritten werden und wenn Sie sich diese Debatten nochmal anhören, im Bundestag und außerhalb, waren das keine besonders freundlichen Debatten und Cancel Culture gab es dabei auch. Also sozusagen, das sind raue Debatten, weil man versucht, die Gesellschaft für eine neue Wirklichkeit zu öffnen, für neue Rechte, für neue Ansprüche auf Teilhabe. Und die müssen durchgefochten werden, das kriegt man selten im Kuschelkurs hin, weil normalerweise ist eine Gesellschaft eigentlich recht sicher, dass das, was normal ist, eben normal ist, weil es auch richtig ist. Neuerungen sind sehr schwer durchzuboxen. Und wenn Sie mal überlegen, Sie haben beispielsweise im Haushalt eine bestimmte Art und Weise, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu säubern und dann kommt jemand vorbei und sagt Ihnen, so ein Blödsinn, Sie machen das die ganze Zeit falsch. Ich sage Ihnen, wie es viel besser geht. Und ich glaube, Sie ahnen schon, wie Sie normalerweise, vielleicht ist Ihnen auch schon passiert, darauf reagieren. Ja, natürlich. Das, was Sie immer gemacht haben, halten Sie erstmal intuitiv für das Richtige. Also es fällt uns schwer, mit Neuem umzugehen. Und darum ist der Ton auch so rau, deswegen wird da so gekämpft und mit wirklich harten Bandagen und auch mal ganz kräftig diffamiert ab und an. Da würde ich immer sagen, das ist ein Diskursbeitrag, damit müssen wir umgehen. Wir ringen eben darum, wer gehört dazu, mit welchen Rechten und Pflichten. Und das andere, was das Ganze schwierig macht,
ist, dass wir zugleich auch in dieser Polykrise stecken. Was meinen wir damit? Dass diese Gesellschaft ebenfalls eigentlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt durch eine Krise nach der anderen schreitet und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Beziehungsweise sogar zeitgleich. Ja, zeitgleich, sind sogar, die hängen sogar zusammen. Also wir hatten die Weltfinanz, dann haben wir die europäische Verschuldungskrise gehabt. Die ging so direkt ineinander über, sehr unschön. Dann haben wir das, was man Migrationskrise genannt hat in den 2015er, 16er Jahren. Kurze Zeit später kam die Pandemie mit existenzieller Verunsicherung für ganz viele Menschen. Tod, Verlust. Dann kam, als das noch kaum abgeklungen war, wir hatten gerade noch unsere Corona-Spaziergänger und die Querdenker, plötzlich kam der russische Angriff oder die Vollinvasion der Ukraine. Und die ist immer noch nicht vorbei, der Krieg dauert an und dann hatten wir auch noch den 7. Oktober. Wir hatten den angeblichen Wutwinter, der keiner geworden ist. Aber wir sind von einer Krise in die nächste geradezu gestolpert, überhaupt keine Zeit mehr gehabt, durchzuatmen. Und das macht auch etwas mit uns. Es lässt uns verunsichert zurück und wer verunsichert ist, dem fällt es schwer, produktiv, wie Herr Niederrümelin das möchte, zu streiten. Der möchte eigentlich nicht mehr streiten. Der möchte sich nicht mehr mit anderen Positionen auseinandersetzen, sondern der möchte nach Hause gehen, alles zumachen und das Vertraute genießen, diese restliche Sicherheit, die wir in unserem nahen Umfeld noch haben. Das zusammen sozusagen sorgt für dieses raue Klima. Und dann gibt es das, was Cancel Culture genannt wird. Und das sind tatsächlich, würde ich sagen, extreme Ausschläge. Also wir hatten das jetzt gerade, Hamburger Bahnhof beispielsweise. Das sind extreme Ausschläge. Man kann selbstverständlich mit guten Gründen sehr rau und sehr engagiert darüber streiten, ob zum Beispiel die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen noch gerechtfertigt sind, noch gedeckt worden, sind vom humanitären Völkerrecht. Das kann man. Problematisch wird, zum Diskursabbruch kommt es, wenn wir nur noch schreien und gar nicht mehr zuhören wollen. Also genau das, was Ihnen so wichtig ist. Also das sehen wir, aber werden ausgeladen, Musiker werden nicht mehr auf die Bühne gelassen und diese genau. Die jetzt in den also wenn Monaten es sozusagen dazu kommt, dass wir gar nicht mehr zuhören wollen, dass wir Leute nicht mehr reden lassen, dass wir sie komplett verbannen, dann haben wir einen problematischen Bereich erreicht. Aber das ist so viel. Und das, was wir eigentlich als so unangenehm erleben, liegt einmal an dieser Grundstimmung, an dieser Krisenstimmung und zum anderen daran, dass wir eben tatsächlich um neue Rechte und Ansprüche streiten. Und das ist gut für jede Gesellschaft, das brauchen wir auch tatsächlich. Teilen Sie die Gegenwartsdiagnose, Herr Niederrümelin? Also eigentlich ist es ein kleiner Ausschlag von extremen Meinungsäußerungen, ansonsten ist vieles der Grundgenervtheit unserer Gesellschaft aufgrund der objektiven Krisen geschuldet. Also die Diagnose, dass wir von einer Krise in die nächste stolpern und dass das die Gesellschaft irrsinnig stresst, ich würde hinzusetzen, vor allem, weil der Eindruck entsteht, das demokratische System ist bei einigen dieser Herausforderungen überfordert, kann dies jahrelang nicht lösen. Auch die Ungleichheitsentwicklung weltweit, die Kontrolle der Infrastruktur der digitalen Kommunikation durch 5 Silicon Valley-Konzerne, das ist ja eine unglaubliche Entwicklung, ein Rückfall eigentlich ins späte 19. Jahrhundert, was wir da erleben, Kontrollverlust und so weiter, das teile ich total. Ich will es mal so formulieren, wahrscheinlich hat sich die Körperstiftung abgestimmt mit Lisa Paus heute. Weil Lisa Paus, die Familienministerin, hat heute eine Studie vorgestellt, in der deutlich gemacht wird, dass es vor allem Frauen und Minderheiten und Nicht-Weiße sind, die von Unterdiffamierungen leiden. Und deswegen ist einfach diese Vorstellung ganz falsch, da sind wir nicht einer Meinung, dass Cancel Culture dazu beiträgt, Minderheiten zu Mehrheiten werden zu lassen. Das Gegenteil ist der Fall. In einer Gesellschaft, in der Cancel Culture praktiziert wird, kommen Minderheiten, haben keine Chance. Und wenn wir zum Beispiel Entwicklungen, wie Sie angesprochen haben, also Minderheiten, die ja nun zunächst einmal sich erstmal Gehör verschaffen mussten, damit sie überhaupt eine Chance hatten in der Rechtspraxis und in der Gesetzgebungspraxis eine Wirkung zu entfalten, die müssen ja erstmal zu Gehör kommen, ja? Wenn die von vornherein gar nicht, die haben ja keine Chance gegen 95% Mehrheiten in den Institutionen, in den machtvollen Positionen der Gesellschaft, sondern die haben ja nur eine Chance, wenn wir respektvoll zuhören. Und das andere mit dem Streiten, schauen Sie, ich war ja ein paar Jahre in der Politik, also nicht nur 5 Jahre in politischen Ämtern, sondern habe mich eigentlich seit meiner jungen Erwachsenenzeit politisch engagiert. Ich hätte es ja nicht überlebt, wenn ich das nicht ganz gut praktizieren kann. Ja. Und ich teile auch nicht die Auffassung, dass sich das Meinungsklima in der Öffentlichkeit sehr viel rauer geworden ist. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, wie sich Herbert Wehner und Franz Josef Strauß gefetzt haben.
und andere Auseinandersetzungen, das war sehr ruppig, das war sehr hart, das war zum Teil brutal. Was wir gegenwärtig erleben, ist was anderes, glaube ich. Die Diagnose, da bin ich nicht wirklich Experte, aber wir haben so ein paar Projekte da bei dem Forschungsinstitut, an dem ich Direktor bin, die ganz interessant sind, BIDT, Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation. Und da stellt sich nun in der Tat heraus, dass also wir im Grunde eine völlig paradoxe Entwicklung haben. Wir haben nämlich auf den sozialen Medien eine immer stärkere Spreizung des Meinungsspektrums, auch mit einer gewissen Schwerpunktverlagerung nach rechts. Ja. Und wir haben in den öffentlich-rechtlichen Sendungen, wir haben in den seriösen Printmedien mit wenigen Ausnahmen, NZZ gehört unterdessen zu den Ausnahmen, teilweise auch die Welt, haben wir doch in zentralen Fragen der Politik, meinetwegen Ukraine oder jetzt Israel und so weiter, eine sehr starke, die wir so früher nicht hatten, Konvergenz von Positionen. Wir hatten früher Magazine, die waren rechts und Magazine, die waren links und so. Das ist zurückgegangen. Das heißt, wir haben eine Auseinanderentwicklung. Und die ist nicht unproblematisch. Auf den sozialen Medien ist der Arco-Konstitutionale nicht mehr präsent. Ja, da können die irrsten Thesen geäußert werden, Verschwörungstheorien, aller möglicher Quatsch. Und sie kriegen Tausende von Anhängern, die das unterstützen und verstärken und so. Und damit läuft das auseinander. Und der Blick in die USA ist manchmal bitter, aber auch hilfreich, weil das meistens ein Warnsignal ist, was könnte zu uns kommen. Die Zivilkultur der USA ist nicht erst seit Trump, sondern seit den 90er Jahren auf den Hund gekommen. Lassen Sie uns gleich nochmal auf die akademische Welt vor allem in den USA schauen. Da muss man sehr aufpassen, dass wir das nicht nachahmen. Aber Frau Deitelhoff hatte jetzt schon an zwei Stellen signalisiert, dass sie gerne einhaken würde. Ich wollte nur einmal etwas klären, weil es mir gerade darum geht, dass ich den Begriff Cancel Culture sehr eng fassen würde und tatsächlich nur für dieses Niederbrüllen, also das tatsächliche Ausschließen aus dem Diskurs nehmen würde. Nicht für das raue Ringen um neue Rechte und neue Ansprüche. Das ist mir tatsächlich ganz wichtig, denn die finde ich völlig unproblematisch. Da, glaube ich, sollte man zurückdenken an die Bundesrepublik und die politischen Kämpfe, die wir früher geführt haben, die genauso heftig waren, genauso ruppig, genauso wie Sie es sagen. Da bin ich vollkommen d'accord mit Ihnen. Und das ist eben unproblematisch. Wir empfinden es nur ganz anders. Das wird doch für mich nicht kritisiert. Gut, doch, Sie haben eben gesagt, da wären Sie nicht mit mir einer Meinung. Aber deswegen, ich war gar nicht so weit weg. Nein, Sie haben gesagt, ohne Cancel Culture hätten die sich nicht so stark durchsetzen können. So habe ich Sie verstanden. Nein, dann haben Sie mich falsch verstanden. Okay, da habe ich Sie mir geht es wirklich nur darum, den Begriff Cancel Culture für dieses Niederbrüllen und Ausschließen zu nutzen. Und für den Rest zu sagen, das sind völlig normale Kämpfe um Anerkennung, die wir erleben, die wir in unterschiedlichen Jahrzehnten der Bundesrepublik in der gleichen Härte erlebt haben. Dass wir sie jetzt also schlimm empfinden, hängt damit zusammen, dass wir so verunsichert, so gestresst sind von all den Krisen, denen wir ausgesetzt sind. Dieser Punkt ist mir tatsächlich schlimm. Ich finde, wir haben, also das, okay, also da habe ich Sie in diesem Punkt tatsächlich missverstanden, weil Sie vorher sagten, das sind Phänomene, die ja nötig waren, und deswegen hatte ich gedacht, Sie meinen auch Cancel Culture. Nein, ich meine damit nicht Cancel Culture, aber diese wunderbaren Minderheiten, von denen Sie sprechen, Sie sagen, wenn wir denen nicht respektvoll zuhören, dann kommen die gar nicht dazu, ihre Meinung einzubringen. Aber das ist ganz ehrlich nicht der empirische Verlauf, wie neue Rechte zu ihrem Recht kommen. Das war nicht respektvolles Zuhören, sondern das war das Aufbrechen von Ignoranz, das war das Aufbrechen von Weghören. Die mussten kämpfen. Nur das ist keine Cancel Culture gewesen. Also wenn die an den Toren der Macht rütteln und sagen, nehmt uns wahr, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Das ist keine Cancel Culture, sondern das Pochen auf Beteiligung und das gehört natürlich zur Demokratie dazu. Ja, nein. Also wir hatten viele Phasen in der Bundesrepublik Deutschland, in der Geschichte, in der Meinungen, abweichende Meinungen in der einen oder anderen Form unterdrückt werden sollten. Dazu gehört auch die Praxis der Berufsverbote in den 1970er Jahren. Absolut. Dazu gehören in etwas früher noch antikirchliche Positionen, die sofort auch, meine Tochter würde sagen, gedisst wurden und dann entsprechend marginalisiert wurden und die Vertreter hatten Schwierigkeiten, beruflich voranzukommen. Es gibt viele Beispiele dieser Art. Nein, meine These war, das ist jetzt die Begrifflichkeit ist meinetwegen ein bisschen unterschiedlich, aber ich halte mich an die Begrifflichkeit, die in dem Buch entwickelt ist, dass eine Cancel-Culture-Praxis das Aufkommen von Minderheitenpositionen erschwert. Dass wir also, weil das wird dann, die Mehrheit hat Macht und die kann canceln, wenn sie will, und deswegen brauchen wir diese Behutsamkeit und die Offenheit.
Und ich will mal ein konkretes Beispiel, dass wir nicht aneinander vorbeireden, mal bringen. Jörg Immendorf. Also ich bin ausgewiesener Kritiker einer Bewegung der späten 68er-Zeit, nämlich der K-Gruppenbildung und Dogmatisierung und alles, was daraus hervorgegangen ist. Und unterdessen sind einige der Repräsentanten dieser damaligen Fehlentwicklung in hohen politischen Ämtern, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch anderswo. Mhm. Und trotzdem sage ich mal, Immendorf, den ich noch gut kennengelernt habe als Kulturstaatsminister, der hat mir stolz erzählt, wie er eingeladen wurde von der Kommunistischen Partei Chinas, Zentralkomitee Kommunistischen Partei Chinas, war ein gern gesehener Gast als Vertreter des Kommunistischen Bundes, oder Kommunistischen Bund Westdeutschland, die waren ja x zerlegt, ich weiß gar nicht, zu welcher Fraktion er gehörte. Und wer sich in der Kunst von Immendorf ein bisschen mal umschaut, der kann sogar Phasen sehen, in denen er nun wirklich Agitprop-Kunst, ja, die diesem maoistischen, sage ich mal 66 bis 76, chinesische Kulturrevolution, ja, die viele hier so ganz faszinierend fanden, die Millionen von Toten nach sich gezogen hat, sehr stark zum Ausdruck kommt. Niemand ist damals auch nur auf die Idee gekommen, Immendorf Ausstellungen deswegen zu untersagen. Niemand. Und daran sieht man, wie stark sich das gesellschaftliche Klima geändert hat. Und das sage ich als einer, der diese maoistisch-kommunistischen Gruppen massiv kritisiert hat. Das war sogar der Beginn meiner politischen Sozialisation. Es ist sinnvoll, dass ein solcher Künstler sich äußern kann, dass er Ausstellungen machen kann, auch wenn er Mitglied einer maoistischen Splittergruppe ist und so weiter. Und wir beschädigen auch die Kunstpraxis. Ich habe mich kritisch geäußert, als reihenweise die Verträge mit russischen Musikern jetzt oder auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beendet wurden. In Italien Dostojewski-Vorlesung in Mailand gecancelt wurde. Also ein Irrsinn, sowas hatten wir noch nie, ja, dass wir also aufgrund eines politischen Großkonfliktes auf einzelne Personen zugreifen und sagen, jetzt du bist Russe oder Russin und deswegen darfst du nicht mehr in diesen Projekten mit dabei sein. Das ist in meinen Augen eine massive Fehlentwicklung. Sind das Kurzschlussreaktionen, Frau Deitelhoff, oder würden Sie sagen, das ist schon ein neues, auch gerade in Kunst, in akademischen Kreisen, ein neues Grundklima, dass man viel schneller, wie man heute sagt, getriggert wird durch bestimmte Reizworte, die dann auch nicht zur Reflexion, nicht zur Diskussion, sondern erstmal zu einer sehr unmittelbaren, heftigen Reaktion führen? Also ich würde schon sagen, dass Krisenreaktionen verschärfen, dass sie eben diese Zeit zum Durchatmen, zum Nachdenken tatsächlich rauben. Aber ich glaube, man muss sich natürlich von der Vorstellung trennen, dass Kunst jemals so etwas wie ein völlig von der Politik unabhängiger Bereich gewesen wäre. Also mal ein Beispiel zu nennen, das, was wir heute eine Kunst- und Kulturszene in Westeuropa beispielsweise nennen, ist maßgeblich auch von der CIA nach Ende des Zweiten Weltkrieges mitgestaltet worden, die ganz massiv investiert hat in Kunst und Kultur im Rahmen des Versuches, ein westliches Bündnis zu bilden. Wir haben in allen Bereichen und zu jeder Zeit immer wieder Versuche gesehen, natürlich auch auf Kunst und Kultur zuzugreifen, um Zustimmung oder eben auch Stimmung insgesamt zu erzeugen. Also das ist ja eigentlich gar nicht so verblüffend, dass wir das heute auch wieder sehen. Die Reaktion, auf die Sie konkret ja auch nochmal angespielt haben, beispielsweise im Kontext der russischen Invasion dann plötzlich alle wissenschaftlichen Kontakte und auch kulturellen Kontakte abzubrechen. Das war die klassische Fallkrise und Kurzschlussreaktion, die ja dann auch teilweise wieder eingefangen wurden. Also es gab dann ja auch die Überarbeitung, dass man institutionell nicht mehr kooperiert, aber wieder individuell kooperiert. Das ist heute wieder so. Die Austauschprogramme laufen wieder, solange sie auf individueller Ebene stattfinden. Theodor Korenzis wurde gestern auch erst gerade wieder ausgeladen. Ja, in der Tat. Nein, ich wollte nur sagen, aber da ist, glaube ich, vieles passiert, zumindest auf staatlicher Seite. Dann ist noch die Frage, wie sozusagen im Dezentralen, ne, Kunst- und Kulturinstitutionen damit umgehen. Und da sehe ich ein sehr heterogenes Bild, würde ich mal sagen. Wo man hinschaut, fallen unterschiedliche Entscheidungen und auch mit ganz unterschiedlichen Begründungen. Ich würde gerne von der politischen und akademischen Ebene einmal in die breitere Bevölkerung reinschauen. Natürlich sind früher auch im Bundestag die Fetzen geflogen, wie Sie gesagt haben. Und natürlich gab es politischen Streit und Lagerbildung und alles dieses hat es gegeben. Die Studie, die Sie angesprochen haben, die heute vorgestellt wurde, hat den Titel Lauter Hass,
leiser Rückzug. Und ein Teil der Umfrage besagt auch, dass 50% der Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer zumindest gesagt haben, sie würden künftig ihre Aktivitäten im Internet ein wenig einschränken, weil sie den Ton nicht mehr ertragen, sei es, dass es ihnen allgemein missfällt, sei es, dass sie unmittelbar selbst betroffen sind vom niedergebrüllt werden oder niedergeschrieben werden auf den entsprechenden Kanälen. Welche Rolle spielen diese verdammten sogenannten sozialen Netzwerke in dieser ganzen Geschichte? Also man sagt, das ist inzwischen der ubiquitäre Stammtisch geworden. Früher gab es das alles auch, aber es blieb im Wirtshaus oder es blieb in den privaten, kleineren Gruppen. Inzwischen ist es flächendeckend und 24/7 zu kriegen. Na, ich glaube, es ist eben, also das eine ist, wer ist auf den sozialen Medien? Das muss man ja auch nochmal unterscheiden. Auch das, also alle gucken immer auf Twitter oder X. Und was sich da rumtreibt, sind Wissenschaftler, Kunst- und Kulturschaffende und Journalisten. Und die beobachten sich wechselseitig. Und dann wird etwas als Nachricht in die Welt getragen oder als Meinung in der Bevölkerung. Weniger als 10% der Bevölkerung. Ja, genau. Und es ist wirklich ein extrem kleiner Kreis, der sich da tummelt und sich wechselseitig befeuert. Also das ist schon an und für sich problematisch. Dann haben wir auch noch eine Altersverteilung. Also auf Twitter sind ja alle über 40. Ja, dann, wenn man die Jüngeren erreichen will, dann muss man eher auf TikTok suchen. Mhm. Die 30-Jährigen befinden sich eher auf Instagram oder was weiß ich nicht, genau kriege ich nicht hin. Und die über 50-Jährigen sind dann bei Facebook oder eben nirgendwo. Da kommt dann auch sehr schnell sozusagen das Nirgendwo ins Spiel. Aber nichtsdestoweniger, es ist also sozusagen, wir haben eine sehr klare Verteilung auf soziale Netzwerke und gleichzeitig immer noch extrem wenige eigentlich, die sich dort rumtreiben. Dort ist aber, und das stimmt, also ich bin jetzt auf X, dann ahnen Sie schon, wie alt ich bin, auf X unterwegs und da ist sehr viel Hass. Ich bekomme den auch ab, ich werde da auch niedergebrüllt und das ist sehr, sehr unschön, aber ich sage mir dann eben, ich kann das Ding auch ausmachen und dann bin ich wieder im normalen, im Offline-Leben und da passiert das ehrlich gesagt nicht. Also das ist eben, das muss man schon wissen. Das Medium lädt auch dazu ein. Das Medium lädt dazu ein und man kann, es ist ein Medium, das sie nicht unbedingt verfolgt. Das gibt es auch. Mhm. Deswegen gibt es auch mittlerweile so viele Initiativen, die bei solchen Vorfällen im Netz helfen. Hate Aid zum Beispiel, aber auch viele andere, die sich genau darum kümmern, wenn es passiert. Aber es ist sozusagen etwas, das sie eben auch noch unter Kontrolle, partiell, ich will auch nicht zu viel Kontrolle da reinreden, aber wo sie noch so ein bisschen Kontrolle drüber haben. Bisschen. Wie sehr entspricht, Herr Niederrümelin, die mediale Wirklichkeit der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit? Manchmal hat man ja den Eindruck, dass der Streit, das Hochkochen der Kontroversen, über das dann wieder ihrerseits die Medien berichten, genau, gar nicht so weit verbreitet ist. Es gab jetzt gerade ein Buch im Surkamp Verlag, Triggerpunkte heißt es, glaube ich, von Steffen Rau, wo es auch Erhebungen, bitte? Steffen Mau aus Rostock, wo es darum geht, dass beschrieben wird, die Gesellschaft ist eigentlich nach wie vor viel im positiven Sinne kompromissbereiter, dialogbereiter und auch toleranter, was andere Meinungen angeht, als diese Spitze des Eisbergs, die wir aber als die Hauptkontroverse wahrnehmen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Rübelin? Ist das eher doch noch ein Medienphänomen oder ist es schon ein gesamtgesellschaftliches Phänomen? Also erst einmal, es gibt da sehr viel wissenschaftliche Studien. Ja. Und es ist einfach falsch zu meinen, dass die Social-Media-Kommunikation ein Randphänomen ist. Mhm. 76% aller US-Bürgerinnen und Bürger durch alle Altersgruppen hindurch informieren sich überwiegend über Social Media. Das heißt, da ist alles natürlich zusammengenommen. Twitter ist eher so eine Blase, okay, in der sich die Leute wichtig machen und spielt ansonsten keine so große Rolle. Facebook ist nicht so marginalisiert, wie es manchmal dargestellt wird. Facebook spielt politisch eine erstaunlich starke Rolle. Und es ist auch nicht so, dass die Älteren dort nicht mehr präsent sind, sondern genau, gerade das Phänomen in den USA des Rechtspopulismus hängt damit zusammen, dass zur großen Überraschung vieler auch ältere Pressure Groups dort unglaublich präsent sind auf den sozialen Medien und entsprechende Durchschlagskraft entwickelt haben. Und deswegen muss man schon mal ein bisschen genauer auf dieses Phänomen schauen und sich überlegen, was die Demokratiegefährdung ausmacht, die davon ausgeht. Es war ein Riesenfehler von Bill Clinton, dass er diese Plattformen von jeder redaktionellen Verantwortung freigestellt hat. Und das, die zweite große Fehlentwicklung war, dass alle kartellrechtlichen Kontrollen der Entwicklung der Digitalwirtschaft nicht gegriffen haben.
In den USA wurden die großen Erdölkonzerne zerschlagen teilweise, sind dann trotzdem groß genug wieder geworden. Hier hat niemand bislang was unternommen. Die Kamala Harris, die Vizepräsidentin, verfolgt dieses Projekt, aber mit mäßigem oder mit keinem Erfolg. Und wir haben gegenwärtig eine völlige Schieflage. Wir haben eine Situation, in der die Infrastruktur der digitalen Kommunikation und Interaktion ausschließlich oder fast ausschließlich in privaten Händen ist. Und zwar nicht schön verteilt und nicht viele Hände, sondern einige ganz wenige. Und die sitzen außerdem alle noch in den USA und im Silicon Valley und sind politisch praktisch nicht kontrolliert, weil das Softpower ist, die kaum eine Regierung will sich damit anlegen. Das kann in meinen Augen nicht so bleiben. Ich habe deswegen im Deutschen Ethikrat, wir haben ja da eine Stellungnahme formuliert, die Anfang letzten Jahres rausgekommen ist, Mensch und Maschine, da kann man das ein bisschen nachlesen, massiv dafür geworben, dass wir das ernst nehmen und dass wir den Aufbau einer Infrastruktur der digitalen Kommunikation und Interaktion in staatlicher, öffentlich-rechtlicher oder Stiftungsverantwortung ernsthaft verfolgen müssen, weil das hat jetzt demokratiegefährdende Ausmaße angenommen. Steht auch sogar drin, wenn auch ein bisschen tentativ, weil das nicht völliger Konsens war. Ich glaube, Europa kann nicht nur, wie die Europäische Kommission es im Augenblick tut, die haben wunderschöne Texte, da ist von Responsible AI die Rede und von Digital Sovereignty, frage ich immer, ja was, und Google ist dabei bei all den großen Kooperationen, die wir haben in diesem Bereich. Wir können nicht nur so drüber reden. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man sich was einfallen lassen. Und was wir nicht machen können in meinen Augen, ist, dass man sagt, ach, ihr habt doch eure Community Rules, ihr habt doch, Community Rules ist ja alles irgendwie Euphemismus, ja, ihr habt eure firmeninternen Maßstäbe, nach denen ihr urteilt und die sollt ihr jetzt mal durchsetzen, ja, dann geben wir ja im Grunde die Kontrolle dieser Maßstäbe ab an private Unternehmen. So weit kommt es natürlich nicht. Das ist klarer Fall der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, das durchzusetzen. Also wir stehen da an einem Scheideweg. Und man muss wirklich davor warnen, wenn man sagt, aha, so lassen wir das einfach laufen, ist alles harmlos, ein Randphänomen. Das macht, kann die Demokratie zugrunde richten. Und wir haben verschiedene Gründe, ja, warum die Demokratie gegenwärtig gefährdet ist. Aber das ist einer dieser Gründe. Und das ist nicht technikfeindlich und erst recht nicht digitalisierungsfeindlich, sondern ausgesprochen digitalisierungsfreundlich. Wir brauchen eine Dynamik, die diese Fehlentwicklung korrigiert. Ja, also ich glaube tatsächlich, natürlich brauchen wir Überlegungen, wie wir die sozialen Medien besser regulieren können. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Zugleich sind aber die Zahlen, die Sie für die USA nennen, natürlich nicht 1:1 übertragbar auf Deutschland. Und da haben wir es mit völlig anderen Zahlen zu tun. Wir wollen natürlich auch nicht in diese US-Bereiche hinein. Und deswegen ist alles, was Sie sagen, würde ich denken, auch sehr sinnvoll. Die große Frage ist ja nur, können wir tatsächlich uns einen Weg vorstellen, wie man eine von der öffentlichen Hand getragene soziales Medium, also na, das ist ja die digitale Infrastruktur, über die wir sprechen, kreieren können, die angenommen wird. Es gab ja in den letzten Jahren auch gerade aufgrund vielfältiger Probleme und Hass in den sozialen Medien Versuche mit alternativen Plattformen. Also was hatten wir alles? Ich kriege die schon gar nicht mehr hin, wie die alle hießen. Das Jüngste ist Blue Sky und auch Blue Sky scheint schon wieder nicht zu funktionieren, wird tatsächlich nicht angenommen. Ne? Also von daher, das ist eine sehr große Herausforderung und ich glaube auch nicht, dass sie technikfeindlich sind, aber nichtsdestoweniger muss man ja vielleicht auch immer in Rechnung stellen, dass natürlich alle großen medialen Umwälzungen, die wir gehabt haben, eine sehr lange Lernzeit erfordert haben. Also nicht als der Buchdruck beispielsweise revolutionär und erstmal Teufelswerk und wer weiß, es zerstört sozusagen unsere Kultur und alles wird ganz schrecklich. Das Gleiche als die Bahn. Also die Eisenbahn kam, genau das Gleiche. Und das ist immer so und jetzt nochmal um ein Vielfaches gesteigert, weil es eben auch ein so schnelles und flächendeckendes Medium ist. Und wir brauchen Zeit. Wir sind momentan wie Kleinkinder, die damit spielen, die immer noch nicht verstehen, was die Implikationen eigentlich sind. Und erst langsam beginnen wir sozusagen Reaktionen zu zeigen und auch Therapien zu entwickeln. Also diese vielen Initiativen, die ich über alle Maßen bewundere, die sich um guten Ton in den sozialen Medien bemühen, die Hass bekämpfen, die all das tun. Das sind ja bereits Ansätze, wie wir versuchen, tatsächlich uns wieder zu Herren und Herrinnen dieser sozialen Medien zu machen. Aber es braucht Zeit. Ich will nur sagen, also
Es ist beides da. Auf der einen Seite, ich sehe die Demokratiegefährdung gerade in den USA und wir wollen nicht dahin und müssen gegensteuern. Auf der anderen Seite passiert auch schon einiges und es ist so ein bisschen, als würden wir eigentlich mitten im Sturm versuchen zu erkennen, wie lange er noch dauert. Und das fällt uns natürlich sehr schwer und dann verkennen wir vielleicht, was auch schon alles an Gegenmaßnahmen sich zu entwickeln beginnt. Ich würde gern beim großen Begriff der gefährdeten Demokratie nochmal ansetzen. Was mich beim Nachdenken über das Thema für den heutigen Abend ein bisschen sogar selber irritiert hat, als ich auf den Gedanken kam, die großen Demonstrationen der letzten Tage und Wochen, nachdem das Potsdamer Treffen publik wurde, wo auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der AfD waren, Sie alle wissen, worum es geht. Ich bin auch hier bei den Hamburger Terminen gewesen. Auf keinem der Plakate stand, wir müssen mal miteinander reden. Auf den Plakaten stand, Nazis raus, lieber Bund statt Braun, sowas brauchen wir nicht, AfD war schon 1933 ein Irrtum und so weiter und so weiter. Wenn Demokratie und eine funktionierende Gesellschaft bedeutet, dass die Gleichen und Freien, wie Sie es hier in Bezug auf die Philosophiegeschichte schreiben, Herr Niederrümeling, die Gleichen und Freien Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie im Diskurs miteinander sind, sind die Demos nicht auch irgendwie Cancel Culture? Nein, also ich sehe das wirklich als einen großen... Das ist nicht meine Meinung, das ist aber eine Frage, große, die ich getrieben habe. Also für mich sind diese Demonstrationen die jetzt genau das, was wir brauchen. Und man darf nicht erwarten, dass jetzt auf einmal deswegen die AfD von heute auf morgen schrumpft oder verschwindet gar. Aber dass die... Im Grunde haben wir eine Situation, in der Bürgerinnen und Bürger, die sich als Demokraten sehen, die sagen, ich will die Demokratie verteidigen, im Grunde etwas übernehmen, was die demokratischen Parteien nicht schaffen. Deswegen halte ich auch gar nichts bei allem Respekt davon, wenn jetzt führende Politiker und Politikerinnen der Ampel sich da versuchen, an die Spitze der Bewegung zu stellen und schöne Interviews zu geben. Das verkennt die Situation. Die Menschen haben gemerkt, die Demokratie ist gefährdet und wir setzen uns zur Wehr. Was ich irritierend fand, da habe ich auch was dazu publiziert, was da viel aufgegriffen wurde, ist gleich am Anfang, dass die Botschaft, die überall auf den Plakaten der Beteiligten oft stand, kein Hass, ja, dass genau diese Botschaft oft konterkariert wurde, durch die Sprüche und Reden von Veranstalterinnen und Veranstaltern auf dem Podium. Ja, da wurde zu Hass aufgerufen. Wir hassen Rechte. Und so weiter. In München, Königsberg. Theresienwiese. Nicht Theresienwiese, sondern die erste große davor. War Ludwigstraße und Siegestor. Und da war ich auch. Und da wurde gleich am Anfang gesagt: Ja, es genügt nicht, dass wir uns irgendwie einig sind gegen Rechts, sondern wir müssen auch für die Abschaffung aller staatlichen Grenzen kämpfen. Und wir müssen uns distanzieren von denjenigen, die eine neue Migrationspolitik fordern. Und CSU-Mitglieder sind hier nicht willkommen. Das war eine der ersten Reden auf dem Podium. Ja, so macht ihr es kaputt. So machen wir genau diese Bewegung kaputt der Bürgerschaft, die sagt, lasst uns zusammenhalten, Arco-Konstitutionale. Das ist demokratiegefährdend, was da erfolgt. Das ist in meinen Augen jetzt nicht primär AfD, sondern es ist die Gefahr, die innerhalb der AfD offenkundig geworden ist, weil ein wesentlicher Teil der AfD außerhalb dieses Verfassungsbogens steht. Nicht alle, aber sehr viele. Und ich vermute mal, da gibt es ja auch Umfragen dazu, dass etwa 2/3 derjenigen, die AfD wählen, nicht außerhalb des Verfassungsbogens stehen. Deswegen darf man auch nicht sagen, jeder, der AfD wählt, ist Nazi. Das ist empirisch schlicht falsch, sondern viele wählen die AfD, weil sie einfach sauer sind, weil sie mit der Politik, auch der Union übrigens, nicht nur der Ampelparteien, sondern auch der Union unzufrieden sind. Also ich nehme das als große Ermutigung, bin an sich sehr optimistisch immer eingestellt, aber in zwei Punkten bin ich zunehmend pessimistisch. Das eine ist eben die Zukunft der Demokratie in den westlichen Demokratien, also USA, Großbritannien, Italien, Frankreich. Le Pen würde siegen, wenn morgen dort Präsidentschaftswahlen sind. Orban, Netanyahu in Israel, das ist überall dasselbe Modell der Zerstörung der institutionellen Verfasstheit der Demokratie. Und die zweite Sorge ist, dass wir die internationale Entwicklung nicht mehr unter Kontrolle bekommen und es da zu einem schrecklichen kriegerischen Auseinandersetzung kommt.
Frau Deitloff, wie blicken Sie auf die großen Demos und was kann man denn tun, damit eine Gesellschaft insgesamt wieder in einen Diskurs kommt? Denn demonstrieren ist natürlich ein legitimer Impuls, der allein ist aber noch keine Diskussion und kann auch keine Diskussion ersetzen. Kann ja nur ein Anfang oder ein Start. Nein, und es ist, also auch das ist natürlich so eine Art, soll man sagen, Ideal, oder nicht mal eine Idealvorstellung, so ein Trugbild, das wir manchmal haben, wenn wir denken, die ganze Gesellschaft muss wieder miteinander in Diskurs kommen. Große Agora, wie in Athen, wo die Bürger miteinander. Ja, sind ein paar zu viele. Das kriegen wir nicht mehr hin. So geschickt wie wir auch mit Digitalisierung arbeiten, das gelingt uns, glaube ich, nicht. Sondern stattdessen haben wir ja auch ein anderes System und das müssen wir so ein bisschen wiederbeleben. Das ist nicht mehr in allen Bereichen tatsächlich, glaube ich, voll funktionsfähig oder wird voll wahrgenommen. Also das eine, was Demokratien machen, parlamentarische Demokratien, inszenieren diese Auseinandersetzung, die wir uns in der Gesellschaft insgesamt wünschen, ja eigentlich im Parlament. Dort wird gerungen und für die Gesellschaft als Ganze, die soll dort zusehen können, sich davon mitreißen lassen und darüber eben in die Meinungs- und Willensbildung eingebunden sein. Das funktioniert nicht mehr so gut. Zum einen, viele finden es nicht mehr so interessant, Parlamentsfernsehen zu gucken, aber ich weiß nicht, ob es jemals eine Mehrheit gab, die das interessant fand. Eher nicht. Zum anderen ist aber auch viel Politik tatsächlich aus den Parlamenten abgewandert. In Politiknetzwerke, in Verhandlungssysteme, zu Experten, die darüber entschieden haben. Und gerade in Krisenpolitik war auch häufig eine, wo man gesagt hat, darüber können wir gar nicht debattieren, wir müssen jetzt handeln und es geht nur so, das ist alternativlos, das berühmte Alternativlos der Politik. Und das ist etwas, was eben gerade dieses Wahrnehmen vom Ringen um Alternativen so ein bisschen ausgeschaltet hat. Da müssen wir wieder hin. Also die Politik muss wieder in die Parlament und da darf auch wieder kräftig, meinetwegen sogar im Wehner-Style, miteinander gestritten werden. Das andere ist was, was ganz woanders ansetzt, nämlich im Miteinander auf der Straße, im Supermarkt, wir wollen nicht über den Verkehr reden, das halte ich für ein unlösbares Problem. Aber der Supermarkt. Bis die Autos selber fahren können. Genau. Aber der Supermarkt ist vielleicht natürlich ein besseres Beispiel, wo wir ja auch erleben, dass das Miteinander nicht mehr besonders gut funktioniert. Also schon, wenn es. Grundgereiztheit. Die Grundgereiztheit, man will sich eigentlich nicht mehr miteinander auseinandersetzen. Und da können tatsächlich diese Proteste etwas erreichen. Also, dass da ganz unterschiedliche Menschen miteinander auf die Straße gehen, mal abgesehen von diesen Auswüchsen, die es in München gab, die gab es ja auch in anderen Städten. Aber wenn man sich das mal anguckt, in meiner kleinen Stadt sind über 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Ich war sehr stolz und habe sehr, 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 sehr unterschiedliche Menschen friedlich nebeneinander gesehen, die danach, weil es bei uns auch ehrlich gesagt in der Nähe unseres Einkaufszentrums stattgefunden hat, auch im dortigen Supermarkt waren. Das bringt etwas, weil die sich das erste Mal wieder anders wahrgenommen haben, erkannt haben, dass sie tatsächlich in diese Stadt gehören, dass es ihre Stadt ist und dass sie gemeinsam tatsächlich etwas für diese Stadt tun können. Da wieder anzusetzen und das zu nutzen, also tatsächlich sich einfach mal wieder mit einem Lächeln zu begegnen und wenn ihnen jemand den Einkaufswagen wegnimmt, einfach zu sagen, tja, ist halt so und sich einen anderen zu suchen, das würde schon ganz viel bringen. Das klingt total banal, das ist mir klar. Eben rede ich über die Parlamente und die Inszenierung von Auseinandersetzungen und jetzt über den Einkaufswagen im Supermarkt. Aber ganz ehrlich, es ist der Einkaufswagen im Supermarkt, an dem sich ganz vieles entscheidet. An diesem, wie wir miteinander umgehen, wenn wir uns im Alltag begegnen, ob wir bereit sind, uns wieder mit einer Grundfreundlichkeit und Respekt zu begegnen, daran wird sich ganz vieles entscheiden. Der Rest kann dann wachsen. Da gibt es eine Studie der Körperstiftung. Ich habe das geahnt, dass es da auch eine gibt. Mit dem Thema Zivilkultur, Rolle der Zivilkultur in der Demokratie. Ihr habt zu allem Überfluss auch noch ich verfolgt. Sie sehen schon, ich zitiere nur Herrn Niederrümelin, auch wenn ich es nicht zu erkennen gebe. Herr Niederrümelin, Sie haben eben von der Münchner Demo zitiert, dass eben dann doch auch immer die Gefahr besteht, dass statt einen breiten Protest zu organisieren, statt eine breite Solidarisierung hinzubekommen, wieder einzelne Interessengruppen sagen, wir nehmen die Meinungsführerschaft an uns und andere wollen wir gar nicht dabei haben. Teil der Cancel Culture oder dessen, worüber wir heute Abend sprechen, ist auch, dass dezidiert gesagt wird, über bestimmte Themen dürfen nur bestimmte Menschen sprechen. Stichwort Betroffenheit, also über Themen von Diskriminierung bestimmter ethnischer Minderheiten, bestimmter Hautfarben, darf nicht jeder alte weiße Mann mitreden oder jeder Europäer oder jeder mit dem und dem kulturellen Background, sondern
Debattenthemen sind bestimmten Gruppen zunächst einmal vorbehalten. Positives Argument, sie brauchen einen Safe Space, heißt es, um zunächst einmal ohne den Einfluss der alten Kolonialherren, sage ich jetzt mal, sprechen zu können. Nachteil wäre aber doch, es gibt nur noch Blasen, in denen einzelne Themen verhandelt werden. Wie schätzen Sie diese Entwicklung? Also erstmal möchte ich sagen, das ist ein anderes Thema als Cancel Culture. Ja, okay. Ja, es gibt gewisse Überlappungen, aber okay, das ist eher recht, das ist, da wird nicht gecancelt, aber es werden, manche werden ausgeschlossen. Identitätspolitik ist das im Grunde, was Sie ansprechen, und natürlich gibt es da gewisse Auswirkungen auf eine Cancel-Praxis, das ist schon wahr. Es ist eine ganz interessante Thematik, eine eigene, sehr komplexe Thematik. Es ist natürlich so, dass wir Menschen zuhören müssen in bestimmten Situationen, um zu verstehen, um was geht es. Ja. Und nicht immer diese Tendenz, wir reden drüber weg oder wir haben irgendwelche Studien oder so, sondern man muss zuhören können. Also die politische Praxis ist nur vital, wenn die Menschen dabei sind. Die Demokratie ist inklusiv. Ja. Wenn die Leute den Eindruck gewinnen, und der wird ja vor allem von Populisten gegenwärtig gerne gestreut, dass da ein paar Eliten sind, die bestimmen das Spiel, und wir haben noch ein bisschen wissenschaftliche Institute, die sie unterstützen und so, und wir anderen sind alle draußen, die sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen und so, dann ist das demokratiegefährdend. Also eine politische Praxis, die in dem Sinne inklusiv ist, dass sie Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen sozioökonomischen Situation, von ihrer ethnischen oder religiösen oder sexuellen oder was auch immer Identität dabei haben, Gehör finden, das ist ganz wesentlich. Und das ist das Positive. Also die Identitätspolitik von links hatte zunächst einmal die Botschaft, hört doch mal den Leuten zu, lasst sie sich artikulieren. Und wir müssen uns auch erstmal selber verständigen, wer wir eigentlich sind. Das hat eine lange Vorgeschichte, Bürgerrechtsbewegung, lange zurück. Zur gleichen Zeit gibt es dann eine Art Umschlag. Ich habe mal versucht zu formulieren, das ist so eine Art entgleisender Kommunitarismus. Also Kommunitarismus in den USA, 80er Jahre, sagt er, die liberale Gesellschaft führt zu Vereinzelung, Marktgesellschaft, Konsumgesellschaft, Leute sind für sich. Und der Kommunitarismus setzt dagegen und sagt, Moment, wir sind auch Gemeinschaftswesen, Community. Wir gehören zu Communities. Ja? Zu Communities gehören wir, und das macht unsere moralische Identität und so weiter aus. Das entgleist in dem Moment, wo auf einmal diese Zugehörigkeit zu dem Merkmal wird, an dem die einzelne Person gemessen oder zugeordnet wird. Da könnte man nun viel erzählen über die USA, das lassen wir jetzt mal weg, weil die USA das sehr weit entwickelt hat. Ja, ich war 1971 Gastprofessor in den USA, und da gab es erstmal eine Liste auszufüllen, und da sollte man ankreuzen, zu was man gehört. Ich habe meine Community nicht gefunden. Caucasian, ja, wäre natürlich korrekt gewesen, ja, ist aber irgendwie ein totaler Quatsch, Caucasian, als eine Charakterisierung einer irgendwie wesentlichen Identität zu nehmen. Also Kaukasier werden die weißhäutigen Europäerinnen und Europäer von den Amerikanern genannt. Ja, und dann ist man Hispanic, und wenn man aber spanische Großeltern hat, ist man nicht Hispanic, also es ist ein großes Chaos, was dadurch entsteht, und es entstehen dadurch ganz problematische Strukturen, auch auf dem Campus, auch was die Campuspolitik angeht. Ja, zu welcher Gruppe gehörst du, dann wirst du, zu Gehör kommst du nur als Repräsentant dieser Gruppe. Und das haben wir in diesen, das Umschlagen von sozusagen einer sehr wichtigen Frage, nämlich wie können wir inklusiv Diskurse gestalten, in eine Praxis, bei der man sagt, du darfst überhaupt kein Urteil fällen, wenn du nicht selber dazugehörst. Übrigens mit der Folge, dass wir über Sozialpolitik oder über wesentliche Teile der Sozialpolitik in keinem Parlament mehr diskutieren dürfen, weil dort niemand sitzt, der Sozialhilfeempfänger ist oder arbeitslos ist und so weiter. Also es führt zu grotesken Konsequenzen. Natürlich müssen wir uns in der Öffentlichkeit am Ende ein Urteil bilden, und damit müssen wir über andere Menschen und deren Lebenssituation reden können. Aber die müssen Gehör finden in diesem Prozess. Ja. Wie schafft man es, Ränder oder extreme Meinungen zum einen zu marginalisieren, sie nicht zu laut werden zu lassen in einem gesellschaftlichen Diskurs, aber sie nicht für immer auszuschließen, denn dann bin ich immer noch in einer Gesellschaft, in der nicht, auch wenn es ein altmodisches Ideal ist, alle dabei sind. Also auch die, deren Meinung mir nicht gefällt, Sie haben Voltaire zitiert, gehören zu dieser Gesellschaft dazu, und wir müssen irgendeinen Umgang miteinander finden, der jenseits von Niederbrüllen und Mundtot machen ist. Aber was wäre eine
positive Streitkultur zum Beispiel oder einen Weg, um auch die Ränder wieder mit ins Gespräch reinzukriegen und eine vernünftige Auseinandersetzung reinzukriegen. Ja, es geht ja erstmal darum, welchen Teil der Ränder wir denn wieder mit reinbekommen werden. Nicht jeden Menschen können wir wieder in einen demokratischen Diskurs, in einen demokratischen Streit hineinholen. Das ist Wishful Thinking, ja. Das ist Wishful Thinking. Okay. Und dann ist die Frage, wo wir die Grenze ziehen. Und dann gibt es, würde ich immer sagen, die äußere Grenze demokratischen Streits. Und das ist tatsächlich das Strafrecht. Mhm. Und wo sozusagen systematisch die Menschenwürde anderer und Rechte verletzt werden oder wo der Streit in Gewalt umschlägt, da ist der Streit vorbei. Da greift das Strafrecht und das war's. Dann gibt es eine innere Grenze und ich glaube, nirgendwo kann man das besser verstehen, diesen Unterschied zwischen innerer und äußerer Grenze als beispielsweise im Antisemitismus. Es gibt einen Bereich des Antisemitismus, der ist strafrechtlich bewährt, aber der ist ehrlich gesagt ziemlich klein. Na, dann sind wir in dem Bereich der Volksverhetzung beispielsweise. Das ist ein wirklich kleiner Bereich und es gibt darüber hinaus einen Bereich von Antisemitismus, den wir, glaube ich, ich sage das jetzt mal mehrheitlich in dieser Gesellschaft, nicht bereit sind zu akzeptieren. Der ist aber noch nicht vom Strafrecht bewährt, sondern der hat etwas damit zu tun, was wir als Gesellschaft für inakzeptabel halten oder nicht. Das ist also nicht in einer Norm irgendwo festgelegt, sondern das ist etwas, was wir immer wieder neu aushandeln. Das heißt, hier kommen wir in den Bereich der Ränder hinein, mit denen wir uns streiten, wo also Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangslagen und Ausgangspositionen aufeinandertreffen und miteinander versuchen, eigentlich nur einen Kompromiss für die Gegenwart zu finden, für das Hier und Jetzt, dass wir jetzt uns miteinander einigen können, so viel können wir einander zumuten, das können wir ertragen und in der Zukunft werden wir weiter darüber streiten. Wie kann man das erreichen? Man kann es nur dadurch erreichen, indem man tatsächlich immer wieder in die Auseinandersetzung hineingeht, also uns sich eben nicht wegdreht, sondern auch mit denen, die man unangenehm findet, wie Herr Pörksen das immer nannte, die Schmuddelkinder, spielen nicht mit den Schmuddelkindern, also die, die schon durchaus so einen Alltagsrassismus mal ab und an durchblicken lassen, der aber noch nicht, wie soll ich sagen, verfestigt ist. Das wissen wir aber am Anfang nicht. Wir können die nicht gleich ausschließen, sondern wir müssen erst mal in die Auseinandersetzung gehen, um zu gucken, was ist denn da eigentlich, wie verfestigt sind bestimmte antidemokratische Haltung. Also überhaupt. Keine Kurzschlussreaktion beim ersten Stichwort. Nein, wir müssen erstmal in die Auseinandersetzung hineingehen. Es gibt die äußere Grenze, die ist immer klar. Ja, da gibt es gar nicht viel irgendwie zu drüber debattieren. Aber es gibt eben auch eine innere Grenze. Also und das ist der Bereich dessen, was wir als Gesellschaft noch akzeptabel finden. Um den ringen wir tatsächlich. Und dadurch, dass wir um ihn ringen, bestätigen wir auch immer wieder, dass wir immer noch in einer Demokratie leben. Also da würde ich ja immer sagen, steckt die ganze demokratische Energie drin. In diesem Ringen miteinander, was können wir uns noch zumuten? Was muss noch ertragen werden und wo hört es auf? In Ihrem Buch, Herr Niederrümelin, Ende der Aufklärung, fragen Sie beim Stichwort Cancel Culture, beziehen Sie sich viel auf aufklärerische Gedanken. 300 Jahre Kant feiern wir in diesem Jahr. Ein Begriff, mit dem Sie gerne operieren, ist der öffentliche Vernunftgebrauch. Wenn man so in den politischen Alltag guckt, denkt man, was ist das denn für ein Phantasma, von dem Sie da sprechen? Aber wie bekommen wir es hin, jetzt Anschlussfrage vielleicht zu dem, was Frau Deitloff gerade ausgeführt hat noch, die Auseinandersetzung wieder als öffentlichen Vernunftgebrauch zu verstehen und wie kann man denjenigen, die sich vielleicht da unvernünftig verhalten, klar machen, dass das besser ist, als sich anzubrüllen? Also erstens mal würde ich schon nochmal diese These stark machen, ohne das Bemühen um einen Austausch von Argumenten, von Gründen pro und contra. Und auch ohne die Annahme, dass Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen formalen Bildung, da muss man nicht studiert haben, zu einem politischen Urteil in der Lage sind und sich dazu auch eine begründete Meinung verschaffen können. Das war übrigens eine für mich auch ganz persönlich faszinierende Erfahrung in den ersten Schritten sozusagen im politischen Engagement, dass ich dann in SPD-Ortsvereinen erlebt habe, wie die junge akademische intellektuelle Elite, die sich in den Marsch durch die Institutionen gemacht hat, oft sehr viel schwächer war, was politische Urteilskraft angeht, als irgendwelche Funktionäre, die nie studiert haben und die über viele Jahre sich aber politisch Gedanken gemacht haben. Also die Intellektualität
ist nicht das entscheidende Kriterium. Und wenn man so in die Geschichte schaut, Heidegger, einer der intelligentesten Philosophen der Arten, war sofort bei der NS-Ideologie und einer der ersten Verbände, die sich für die NS-Bewegung ausgesprochen haben, war ausgerechnet der Deutsche Akademikerbund. Und der widerliche Opportunismus der Akademie, der ich angehöre, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Umgang mit Einstein, das muss uns alles eine Lehre sein. Deswegen ist der Opportunismus so gefährlich für die Demokratie. Also die Idee, dass wir in der Lage sind, uns ein Urteil zu bilden, ohne das gibt es keine Demokratie, sonst kann man es lassen. Ja? Und ich will jetzt positiv sagen, ich glaube, man unterschätzt die Rolle von Gründen und Argumenten in der Politik, in der politischen Praxis. Dieses Geschrei, was jetzt durch die AfD-Mitgliedschaft in den Parlamenten zugenommen hat, ist ja nur ein Aspekt. Es finden dann in Kommissionen, in den Ausschüssen, jedenfalls dann, wenn Journalistinnen und Journalisten nicht dabei sind, sehr seriöse, sehr sachliche, das Ringen um das bessere Argument. Ja, Sie kommen ja eher aus der Frankfurter Schule, wenn ich das richtig sehe, also sozusagen der Urgroßvater, also Jürgen Habermas, sehr jung gemacht. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments, wie das Jürgen Habermas genannt hat, oder sich von Gründen affizieren lassen, das ist eine wunderbare Formulierung. Das findet statt, es findet statt. Manchmal dann in der merkwürdigen Form, ich will jetzt mal keine Namen nennen, dass dann der CDU-Politiker, mit dem man in den Ausschüssen wunderbar sich darüber ausgetauscht hat, nachher zu einem kommt bei der nächsten Plenarsitzung des Deutschen Bundestages und sagt, wundern Sie sich nicht, ich muss jetzt eine andere Position vertreten, das haben wir in der Fraktion vorher so beschlossen. Mhm. Ja. Das passiert. Ja. Aber es passiert eben auch dieses ernste Ringen um die bessere Gesetzgebung. Und deswegen würde ich das nicht runtermachen. Ich habe 2006, das ist 10 Jahre zu früh erschienen, ein Buch publiziert mit dem programmatischen Titel Demokratie und Wahrheit. Und da haben sie alle die Nase gerümpft. Auch in meinem Kolleginnen- und Kollegenkreis die Nase gerümpft. Sagt, was? Wahrheit in der Demokratie? Wirst ernst? Ja, du redest von Wahrheit in der Demokratie? Naja, 2016 spätestens sind sie dann aufgewacht und haben gesagt, naja, vielleicht geht es doch manchmal um Wahrheit und um Fakten und um Argumente. Weil sonst nämlich solche Leute wie Trump die Macht übernehmen. Ein Rückblick, der hoffentlich kein Ausblick ist. Es ist gleich 7:45 und die letzte Viertelstunde, 20 Minuten wollen wir reservieren oder haben wir reserviert für Fragen aus Ihrem Kreis. Seien Sie so gut, melden Sie sich. Es gibt ein Saalmikrofon, die Kolleginnen kommen zu Ihnen. Und seien Sie auch bitte so nett, nennen Sie anfangs Ihren Namen und noch besser, wenn Sie die Frage an einen oder eine der beiden hier auf dem Podium direkt stellen wollen, sagen Sie auch das. Schauen Sie mal. Ja, guck mal hier, da gibt es, und hier vorne gibt es 2 Wortmeldungen. Schauen Sie mal. Gerd Riedl ist mein Name. Ich habe eine Frage an Herrn Niederrümelin. Wenn ich mich nicht verhört habe, haben Sie sich bei einer Jahreszahl versprochen. Sie erwähnten Ihre Gastprofessor-Erfahrung in Amerika, nannten das Jahr 1971. 91. Entschuldigung, habe ich mich vielleicht verhört, weil Sie damals ja noch zu jung waren, meine Nachfrage. Danke. Ja, Zivi wurde studiert. Haben wir das schon mal geklärt? 91. Und vielleicht sage ich doch was dazu. Das Merkwürdige war eben, dass mein Eindruck wirklich war, die politische Kultur ist in einer sehr schlechten Verfassung. Ja, diese reine, sozusagen, du bist Republikaner oder bist Demokrat, ja, bekenne dich. Und ansonsten zwischen denen gibt es keine Diskussion mehr, sondern nur noch Diffamierungskampagnen. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ja, so, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, hatte so den Eindruck, naja, die politische Kultur der USA, eine der ältesten westlichen Demokratien, zusammen mit Frankreich und Großbritannien, die ist gefährdet. Das war 91, nicht 2016 mit Trump. Und dass sich das immer weiter verschärft hat, es war für mich unvorstellbar, 1991. Hier vorne. Bitte. Hallo, ich habe auch eine Frage. Sagen Sie Ihren Namen noch netterweise. Övermann, für Herrn Niederrübli. Sie sagten, wenn ich das richtig erinnere, Demokratie ist inklusiv. Und meine Frage wäre jetzt, glauben Sie, dass in Deutschland, wenn das damit gemeint ist, politische Teilhabe für alle
Gruppen gleichermaßen möglich ist? Und wenn nicht, wie kann man das vielleicht ändern? Also es ist völlig offenkundig, da gibt es ja eine Menge empirische Untersuchungen dazu, dass wir das nicht haben. Das schauen Sie schon mal, die Zusammensetzung der Parlamente, und darf man nicht zu naiv sein und sagen, Parlamente sind nur repräsentativ, wenn genau der Prozentsatz bestimmter Berufe und bestimmter Gruppen und bestimmter Religionen und natürlich Gender sowieso und schön gleichmäßig vertreten ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber dass wir doch einen gewissen Erfahrungshintergrund in den Parlamenten brauchen, der repräsentativ ist für Erfahrungen, für sozioökonomische Milieus, für kulturelle Milieus und so weiter in der Gesellschaft, ist wesentlich, weil sonst das mit dem Austausch von Argumenten schon scheitert, weil eben diese Erfahrungen fehlen. Und das ist extrem einseitig. Und das hat sich verschärft auch dadurch, dass wir in den Nachkriegsjahrzehnten oder Nachkriegsjahren, da hatten die Leute natürlich alle möglichen Erfahrungen, auch berufliche, und haben dann sich entschieden, ins Parlament zu gehen. Der Anteil derjenigen, die sich gleich in sehr jungen Jahren, ich weiß hier, von was ich rede, in sehr jungen Jahren entscheiden, Politik zum Beruf zu machen, ist massiv gestiegen. Das heißt, wir haben unter den Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikern sehr viele, die diesen Weg von vornherein eingeschlagen haben. Das erklärt auch die relativ hohe Quote von Leuten ohne Abschluss, ja, ohne Berufserfahrung. Das ist nicht unbedingt Dummheit, sondern es ist einfach eine starke Orientierung ins politische Engagement und da bleibt keine Zeit mehr. Und das verengt dann genau das, was aber wichtig ist in einer vitalen Demokratie, nämlich diesen Erfahrungshorizont, in dem diese Debatten stattfinden. Und ich finde, da müssen wir dringend uns bemühen, das zu korrigieren. Da sind auch die Parteien gefragt, das zu korrigieren. Die Rekrutierungsverfahren, wie kommt es denn zu dieser massiven Vereinseitigung? Hier vorne gibt es auch schon länger eine Wortmeldung auf der Seite bei den Herren. Ja, und danach müssen wir hier vorne. Guten Abend, Reimer Finn, mein Name. Ich habe kürzlich im Verfassungsschutzbericht gelesen, die Länder aufgeführt, die sich obstruktiv tätigen hier in Deutschland. Ganz vorne an Russland seit seinem Krieg. Danach kommt der Iran und danach unser geschätzter NATO-Partner, die Türkei. Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieser Länder ein auf die Meinungsbildung oder auch eben auf die Verhaltensformen in der Diskussion hier im Land? Ja, das können Sie beide was dazu sagen. Vielleicht Frau Deitelhoff. Also genau, da reden wir ja über Formen hybrider Kriegsführung zum einen und anderes über Desinformationskampagnen. Und Desinformationskampagnen können Teil hybrider Kriegsführung sein. Die sind schon sehr ernst zu nehmen. Also das eine, was ja passiert ist, dass beispielsweise auf die jeweilige Diaspora in Deutschland erheblich Einfluss genommen wird in ihren Haltungen und Positionen. Dort haben wir aber auch einen Medienkonsum, der natürlich auch noch nach wie vor teilweise sehr stark auf Medien in den Herkunftsländern ausgerichtet ist. Das ist ein Problem. Das andere ist, dass eben gezielt auch über soziale Medien Desinformationskampagnen gestartet werden und die sollen einfach dafür sorgen, dass eben die Polarisierung angeheizt wird. Und solche Effekte kann man auch durchaus beobachten. Von da ist das sehr ernst zu nehmen und deswegen haben eben auch zum Beispiel Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und andere Organe da die Arbeit aufgenommen und versuchen, das auch sozusagen zu entdecken. Es wurde ja gerade jüngst wieder eine Desinformationskampagne aufgedeckt. Ja, gibt es hier oder dort? Guten Abend, Rainer Osterhorn. Ich habe in der Diskussion so ein, zwei Aspekte vermisst bisher, die wollte ich noch mal nachfragen. Ich habe nichts über Gender gehört oder Gendern als politische Forderung und ich habe nichts gehört über die Rolle der Parteien, wie weit sie auch negativ, oder von Ihnen, Herr Niederrübelin, ein bisschen was, wie der Diskurs in den Parteien heute läuft zu Themen, wo zum Beispiel 70-80% der Bevölkerung Gender ablehnt und andere meinen, es uns oktroyieren zu müssen. Da hätte ich gerne noch mal eine Stellungnahme zu. Vielen Dank. Wir hatten uns ein bisschen, gerne starten. Selbstverständlich, wir hatten uns ein bisschen vorgenommen, das wäre ein ganz eigener Abend geworden. Deswegen bin ich der Verantwortliche dafür, dass das Thema ein bisschen runtergehalten worden, aber das gehört mit da rein, deswegen bitte Frau Deitelhoff. Ich wollte Ihnen das 2 Stunden aufoktroyieren, aber konnte mich nicht durchsetzen. Nein, bitte. Ich finde,
Tatsächlich, also ich höre solche Argumente immer wieder. Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, ich verstehe sie einfach nicht. Was in diesem Land doch tatsächlich passiert, als einziges, ist, dass Landesregierungen Genderverbote ins Leben rufen. Es gibt überhaupt keine Genderpflicht, sondern es gibt nur Genderverbote. Deswegen verstehe ich diese Diskussion nicht. Es ist eine vollkommene Verzerrung der Realität. Doch. Also das stimmt nicht ganz. Also doch, das stimmt. Nein, so stimmt nicht. Also sagen wir so, das Thema ist in dem Buch nicht angesprochen, aus gutem Grund, weil ich das nicht für so wahnsinnig wichtig halte, dass man das zum großen Thema machen muss. Es hat eine, sagen wir mal, politische Tiefendimension, die dann entsteht, wenn diejenigen, die sich mit Mühe durch die Grammatik gekämpft haben in der Schule, jetzt dann immer wieder konfrontiert sind mit neuen Erwartungen und wie sie das machen sollen und sagen, ja, das sind halt diese Spinner der Ostküsten-Colleges, die versteht man sowieso nicht, jetzt schreiben sie so komische Dinge, wie im Amerikanischen macht man ja they plural, ja, als sozusagen genderneutralen Ausdruck, was grammatikalisch nicht korrekt ist, das heißt, die Sätze klingen irgendwie komisch. Und wenn man es ernst nimmt mit Sternchen und konsequentem Durchhalten, dann wird es wirklich unter Umständen wahnsinnig kompliziert. Das heißt, die Sätze werden sehr, sehr unlesbar, wenn man Pech hat. Ist egal, ich würde. Nein, das ist einfach so. Wenn man ein Buch schreibt, dann können Sie sich mit Ihren Verlagen rumärgern, weil das wirklich, der Oxford University Press hat mir meine schön genderkorrekte Verfahren rausgenommen und gesagt, nee, ich sollte dann doch wieder auf das generische Maskulinum zurückgehen, weil ich einen Zufallsoperator verwendet habe mit she und he, was ich, finde ich, sehr elegant finde, weil das sprachlich auch wunderbar ist. Sehr gefährlich. Egal, also es gibt in der Tat einen politischen Aspekt. Es ist nicht so, dass alles freiwillig ist. Wir haben zum Beispiel richtige Vorgaben an den Universitäten, an den Hochschulen intern, die auch durchgesetzt werden, bei Berufungskommissionen zum Beispiel, dass wir diese spezifische Sprache sprechen müssen. Es gibt die Gegenreaktion, die jetzt sagt, wir schaffen das alles ab. In der Verwaltungssprache darf das nicht mehr vorkommen. Ich würde sagen, macht's, was ihr wollt. Irgendwann wird sich schon irgendwas Vernünftiges durchsetzen. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt war hier vorne eine Wortmeldung, schon länger. Ja, guten Abend, Hobrecht ist mein Name. Ich habe mal eine Anmerkung. Und zwar wird ja in den Ausschüssen haben ja immer die einzelnen Parteien das Recht, den Vorsitz zu haben. Und es wird jetzt immer wieder mitgeteilt, dass die AfD eigentlich den Anspruch hat, aber das nicht bestätigt wird, dass Bewerber nicht bestätigt wird. Nun ist meine Frage, ob Sie das auch so sehen, dass das im Grunde genommen keine gute Methode ist, die AfD-Mitglieder oder die, die der AfD zuneigen, jetzt davon zu überzeugen, dass die AfD die falschen Ziele hat, sondern dass jetzt immer wieder gesagt wird, die werden ja ausgegliedert, die werden weggeschoben, also hat man vor denen Angst und dann erst recht die, die eigentlich so schwanken, der AfD zuneigen. Das ist also mein Eindruck. Haben Sie den auch? Wer ist gefordert? Beide nachher, ich würde auch Frau Deitler. Also ja, also sage ich gern was dazu. Also ich bin erstmal der Meinung, es war eine Fehlentwicklung in der Politik, wenn Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der demokratischen Parteien gesagt haben, ich gehe auf das Podium nicht, wenn da ein AfD-Vertreter sitzt. Das war in den Landtagswahlkämpfen Rheinland-Pfalz zum Beispiel so. Das ist alles schiefgegangen, das hat die AfD nur gestärkt und nicht geschwächt. Ich habe so ein Forschungsprojekt gemacht, da ging es also auch um die Frage, wie nehmen wir Krisen wahr und wie reagiert die Politik darauf. Und dann hieß es, wir sollten hier, wie das heute üblich ist in solchen Projekten, eben auch die Akteure aus der Gesellschaft und aus der Politik mit einbeziehen. Und dann war die Frage, ja, wie machen wir das? Und dann schreiben wir die Fraktionen an und sagen, gut, wir wollen eine Diskussion. Und dann haben meine Mitarbeiterinnen gesagt, um Gottes Willen, da kommt am Ende einer von der AfD. Na gut, dann kommt halt einer von der AfD, es sind auch zwei gekommen. Das hat die Sache nicht wirklich beschädigt. Also da bin ich erstmal Ihrer Meinung. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn der Verfassungsschutz in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die jeweiligen Landes,
Institutionen des Verfassungsschutzes feststellen, dass es sich hier um gesichert rechtsextreme Landesverbände, Parteien, Parteigliederungen handelt, dann kann es nicht sein, dass die alle Privilegien weiter in Anspruch nehmen, die Artikel 21 Grundgesetz und die darauf aufbauende Gesetzgebung vorsieht, also Steuermittel verwenden, Stiftungen, Stiftungsmittel und so weiter, dann muss man darauf reagieren. Das war das vorherige Thema. Wenn das so ist, und ich vertraue da den Verfassungsschutzorganisationen, dann ist genau hier Ende der Fahnenstange. Mit Neonazis rede ich nicht. Hat überhaupt keinen Sinn, außer therapeutisch, aber nicht politisch. Mhm. Möchten Sie noch ergänzen, Frau? Nö, ich glaube, das ist ausgiebig beantwortet worden. Wenn Sie noch kurze Nachfrage erlauben, aber wie verhindert man dann, was Sie, glaube ich, auch mitdachten, dass die Fans der AfD dann den Opfermythos noch vergrößern? Wir sind ja die, die immer gedisst werden. Ja, es hilft nichts. Mhm. Wir haben Grenzen und diese Grenzen sind eben, wenn Parteien nicht mitwirken an der demokratischen Verfasstheit dieses Landes, sondern wenn sie die unterhöhlen und abschaffen wollen, dann sind sie nicht mehr dabei. Und dass da einige sich aufregen, es mag schon sein. Ich meine, wenn, ich sage mal, AfD oder Einzellandesverbände, da streiten ja offenbar die Juristen, ob das möglich ist, da will ich mich raushalten. Mhm. Wenn die jetzt verboten werden würden, aber nicht in 5 Jahren, bitte, ja, wie beim Verbotsverfahren, NPD-Verbotsverfahren, nicht in 4, 5 Jahren, sondern bitte dann schnell. Ja. Wenn das geschieht, dann wird es sofort Angebote geben. Die sind ja schon da. Die Werteunion bietet sich ja schon mal an. Ja. Und bis die dann verboten wird, wenn sie denn auch sich so entwickelt, wird es dann wieder in der Zeit hingehen. Die Menschen werden nicht völlig heimatlos werden, aber dann ist wenigstens eine klare Grenze markiert. Wer so redet wie Goebbels, und Höcke redet so wie Goebbels, das sind zum Teil dieselben Satzkonstruktionen, der ist raus aus dem politischen Diskurs, der gehört nicht auf Wahllisten. Ja, danke. Peter Horchler ist mein Name. Zu dem, was wir unter Cancel Culture subsumieren, zusammenfassen. Wir haben jetzt die überwiegende Zeit damit zugebracht, sozusagen das Phänomen zu beschreiben. Was wären Lösungen, da wieder rauszukommen? Denn das ist doch das, was eigentlich die Gesellschaft interessiert. Und da bin ich auch nicht Ihrer Meinung, dass Cancel Culture sozusagen die Unterdrückung der Minderheitsmeinung durch die Mehrheit ist, sondern gerade vielfach auch eben umgekehrt. Und da ist eben die Frage, wie kommen wir da raus? Was können wir machen? Kann zum Beispiel der Ethikrat sich mit den Medien mal zusammensetzen und da mal Meinungen, die, was Sie ja auch sagten, öffentliche Meinung, die plötzlich eigentlich irgendwie gar nicht die Mehrheitsmeinung ist, siehe Gendern. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Was gibt es für Lösungsansätze? Kann der Ethikrat sich mal mit den Medien zusammensetzen und sagen, Leute, was ihr, man kann zwar alles schreiben, aber man muss nicht alles schreiben. Oder ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch keine grundsätzliche Lösung, aber wir müssen ja irgendwie mal rauskommen aus einfach nur dem beschreibenden Zustand, den wir haben. Ja, wir haben Cancel Culture, ja, wir haben Political Correctness, ja, wir haben das, wir haben dies, aber wie kommen wir denn da als Gesellschaft wieder raus? Also nur, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Ich habe nicht gesagt, dass Cancel Culture immer von der Mehrheit wahrgenommen wird, sondern ich habe nur gesagt, wenn Minderheiten eine Chance haben wollen in der Demokratie, dann setzt das voraus, dass die Mehrheit nicht ihre Macht nutzt, um missliebige Meinungen zu unterdrücken. Effektiv zu unterdrücken, das habe ich gesagt. Ja? Okay. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, die. Ja, gut, also da bin ich schon ziemlich nah bei Ihnen. Ich glaube, was gegenwärtig in Wirklichkeit stattfindet, ist, dass, nehmen wir mal die Cancel Culture von links. Ich habe ja versucht, aus diesem Grabenkämpfen rauszukommen, weil es gibt Cancel Culture genauso von rechts. Ich habe das Beispiel Florida genannt. Aber wenn wir mal dabei bleiben, dann ist es in der Tat vermutlich so, dass das, was in der Bevölkerung nachweislich eher eine Rechtsverschiebung ist, des Meinungsspektrums,
in bestimmten Institutionen nicht stattfindet, sondern in bestimmten Institutionen, unter anderem auf den Colleges, in den liberalen Institutionen, akademischen Institutionen der USA, aber auch bei uns, da dominiert eher ein links, meistens nennt man es linksliberal, das finde ich gar nicht ganz treffend, eigentlich linkskommunitaristischer politischer Konsens. Und da kann man das auch dann als sozusagen der letzte Versuch, ja, angesichts einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die aus deren Perspektive nicht günstig ist, diese Macht auszunutzen, um dann die Meinungen zu bekämpfen. Das kann nicht gut gehen. Ich habe es mal so formuliert, das, was die Linken anfangen mit Identitätspolitik in einer radikalen Form oder mit Cancel Culture, das können die Rechten auch. Und das praktizieren, wie die Geschichte zeigt, die Rechten, ist in der Regel viel brutaler. Das heißt, fangt erst gar nicht damit an. Ich würde ja auch sagen, Cancel Culture ist tatsächlich etwas, oder davon gibt es gar nicht so viel, dieses tatsächliche Niederbrüllen. Aber was wir schon erleben, was ich auch vorhin beschrieben habe, ist, dass eben auch in viel mehr Diskursen es viel schwieriger wird, noch offen miteinander zu argumentieren. Also tatsächlich sich noch zuzuhören. Und da müssen wir ja wieder rauskommen. Genau, das will ich jetzt gerne sagen. Also ich meine, das Einfachste wäre natürlich zu sagen, lasst uns doch einfach mal die Krisen hinter uns lassen, ein bisschen Sonnenscheinpolitik ein paar Jahre und dann wird das alles wieder wunderbar. Da kommen wir aber nicht hin, das ist unrealistisch. Was können wir dann tun? Das eine ist, gehen wir mal, ich hatte gesagt, der Streit muss wieder werden, die Parlamente, die Auseinandersetzung muss wieder für uns inszeniert werden, das ist wichtig. Aber es gehört noch was dazu, das habe ich vorhin aber nicht gesagt. Ein Problem, das ich ganz groß oder ganz, ganz stark markieren würde, ist tatsächlich auch, wie Politiker und Politikerinnen miteinander umgehen. Das heißt, wie sie öffentlich streiten. Auch da sehen wir einen Verfall von Streitkultur. Weil eben nicht mehr, lassen Sie mich einen Moment noch weiterreden. Ich will beschreiben, damit ich Ihnen dann sage, was die Therapie sein könnte. Sie streiten nicht mehr über die Sache, sondern sie streiten nur noch über die Person des Gegenübers. Hier müsste tatsächlich aus der Politik so etwas, Sie haben ein flächenweit in Schleswig-Holstein etwas, ein Respektkodex vor Augen, den Sie mit Kommunen machen wollen. Genau das würde ich mir für die großen Parteien wünschen, dass die das für sich auch ausmachen, wie sie öffentlich miteinander streiten. Und dass ich dann nicht mehr höre, wir müssen uns die Demokratie aus Berlin zurückholen, weil sie uns geklaut worden ist. Nicht mehr höre, da gibt es eine Heizungsstasi, eine Gefahr für Europa, was weiß ich nicht, sondern tatsächlich in der Sache wieder miteinander gestritten wird. Von mir aus noch ein kleines Arschloch, wie das früher bei Herrn Wehner der Fall war, aber danach trinken wir ein Bier. Aber das muss aus der Politik kommen. Das müsste eine Entschließung aus den Parteien sein. Die Körperstiftung könnte das moderieren. Und das Zweite, deswegen ist mir das ganz wichtig, das Zweite ist tatsächlich, Sie können anfangen. Sie können morgen, wenn Ihnen jemand den Einkaufswagen wegnimmt oder Ihnen den Parkplatz wegnimmt, lächeln Sie es weg. Sie sollen nicht zuschlagen. Lächeln Sie es weg. Seien Sie freundlich. Fangen Sie mit einem Lächeln an. Es gibt nichts, und das ist wirklich, das klingt banal, es gibt nichts Entwaffnenderes, was Sie auf eine Pöbelei entgegnen können, als ein Lächeln und zu fragen, und wie geht es Ihnen heute Morgen? Aber nur noch ein, jetzt die ersten gehen jetzt schon, es ist 8:30 durch. Sagen Sie jetzt das eine Beispiel noch? Oder? Mit den Demonstrationen. Ja. Genau das, Stille. Da haben sie mich angeguckt, als wenn ich vom Mars gefallen bin, wieso ich nicht auf der Demo war. Ja. Also, ist eine Frage. Warum waren Sie denn nicht auf der Demo? Darüber können wir doch mal reden. Und jetzt kommt Kerzenkultur, ja? Jetzt müssen wir, Moment, darf ich Sie bitten, sonst fangen wir hier an noch eine nächste ganze Akte. Also ich kenne Sie dafür nicht, noch die ich verspreche Möglichkeit, Ihnen. Mit Frau Deitendorf zu sprechen. Gibt es noch, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, bitte. Eine Frage gibt es dort drüben noch und dann würde ich Sie bitten, dass wir zur... Ja, hallo, mein Name ist Lotz und wo ich am meisten Cancel Culture im Moment erlebe, ist wirklich, wenn es um das Zu-Wort-Kommen-Lassen jüdischer Mitstudierender geht oder auch generell mit BürgerInnen. Und ich finde es total besorgniserregend. Ich war vor kurzem in einer Veranstaltung zu Antisemitismus an deutschen Hochschulen in den Bücherhallen. Extrem wenig Menschen da und alles mit Voranmeldung aus Sicherheitsgründen. Und trotzdem ist jemand reingekommen, der die beiden
jungen Jüdinnen auf der Bühne beschimpft hat als Nazis und er lässt sich nicht ins KZ sperren und musste dann raus eskortiert werden und dass es wirklich bis zu diesem Punkt geht, dass es körperlich wird von MitbürgerInnen, dass es gar nicht mal dran liegt, dass vielleicht Institutionen die Leute nicht einladen würden, aber dass sie sich nicht trauen zu kommen, dass es keine genügenden Sicherheitskonzepte gibt und das passiert sowohl bei Veranstaltungen als auch irgendwie im Internet, wenn Kommentare unter faktischen Videos, die auch faktisch sind, zu vielleicht Geschichte gelöscht werden. Und deswegen ist so, was ich spüre, so eine Art von Verzweiflung und die Frage an Sie, wie kann man dem da entgegenwirken, in dem Fall vor allem? Mhm. Vielen Dank. Also ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, ich sage mal so, die kurzfristige Lösung sind die Sicherheitskonzepte. Momentan, wir können kurzfristig es nicht schaffen, dass das aufhört, dass diese Art von Ausgrenzung aufhört, dass vor allen Dingen die Gewalt aufhört. Wir reden ja tatsächlich über ein Gewaltphänomen. Also es ist nicht nur eine Zunahme an antisemitischen Vorfällen, sondern es ist eine Zunahme an Gewalt im Kontext antisemitischer Vorfälle. Kurzfristig können wir nur mit Sicherheit dagegen angehen. Mittelfristig liegt es aber an uns, immer wieder uns mit all jenen auseinanderzusetzen, die Anzeichen eines solchen Verhaltens zeigen. Immer wieder ihnen etwas entgegenzusetzen, nicht zu weichen, so blöde das klingt, nicht zu weichen. Ich glaube, was ich erlebe, Sie sagten, es waren ganz wenige Menschen da, nicht? Und das ist etwas, was ich auch erlebe, sowohl an meiner Universität, aber auch in meinem Umfeld bei zum Beispiel Solidaritätskundgebungen mit den Angehörigen israelischer Geiseln. Es sind wenig Menschen da. Wenn ich da nachfrage, dann erlebe ich eine große Sprachlosigkeit, ein Verstummen, dass viele Angst haben, überhaupt nicht mehr das Richtige sagen zu können, überhaupt nicht mehr reinzukommen sozusagen in den Diskurs und deswegen versuchen, sich möglichst da rauszuhalten. Sie möchten lieber gar nichts falsch machen und ganz rausgehen. Die können wir gewinnen. Dort wieder zu sagen, weicht nicht, stellt euch hier hin, ne, geht nicht aus dem Weg. Das ist es, woran wir arbeiten müssen. Vielleicht darf ich da noch diesen Aspekt, der indirekt auch mit Ihrer Frage zusammenhängt, nochmal aufbringen. Wenn wir sagen, es geht um Zivilkultur, es geht um eine kulturelle Praxis des Umgangs mit Konflikten, ja, dann gibt es nicht die Stellschraube der Politik, also völlig d'accord, ja, dass die Politik dafür sorgen muss, dass sich die Leute sicher fühlen und so weiter, das ist klar. Da muss man vielleicht auch Innenpolitikerinnen, Innenpolitiker fragen, ja, wie das im Einzelnen effektiv organisiert werden kann. Aber es ist im Wesentlichen eine kulturelle Frage. Ja? Und Ihr Beispiel ist natürlich ein Beispiel von Cancel Culture, das Mundtotmachen einer Minderheit. Das sind die Versuche, die massiv laufen. Und das macht mir auch Sorgen. Das ist also zum Teil extrem. Und man muss schauen, dass man die Dinge irgendwie so auseinanderhält, dass man sagt, das eine ist die Diffamierung, die Ausgrenzung, das Mundtotmachen von Jüdinnen und Juden, einfach deswegen, weil sie Jüdinnen und Juden sind oder sich als solche zu erkennen geben. Und das andere ist die viel schwierigere, inhaltlich viel schwierigere Debatte natürlich um den Konflikt dort und die Möglichkeiten einer Lösung dieses Konflikts und so weiter. Da kann es keine Verengungen jetzt der politischen Positionen geben von vornherein und sagen, also die einen, die für Zwei-Staaten-Lösung sind, die anderen, die gegen Zwei-Staaten-Lösung sind und die Dritten, die dies und jenes vertreten, die werden ausgegrenzt aus dem Diskurs. Ja, diese beiden sozusagen Arenen, glaube ich, muss man auseinanderhalten. Das geschieht leider nicht immer und das macht die Thematik im Augenblick so schwierig. Wir haben versucht, ein großes und komplexes Themenfeld zu beschreiben, zumindest versucht, ein paar Lösungsansätze oder Ideen mitzudiskutieren, wie wir als Gesellschaft uns wieder in ein besseres Miteinander reden, auch miteinander streiten, hineinbewegen können. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier auf dem Podium waren. Frau Deitelhoff, Herr Niederrümelin, herzlichen Dank Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört und sich auch beteiligt haben. Wie immer gibt es nachher noch die Gelegenheit, bei einem kleinen Umtrunk weiter zu diskutieren, mit Lächeln, mit öffentlichem Vernunftgebrauch und mit einem Glas Wein. Herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind und einen schönen Abend noch. Danke.